Schönen guten Abend an alle da draußen, die uns wieder verfolgen in dem ersten Saisonspiel der Saison 2023-2024. Vielleicht haben einige von euch schon zugeschaut bei unserem Season Opener vor 2 Wochen gegen die Berlin Braves. Ja, was am Ende knapp verloren ging, aber darüber wollen wir heute mal nicht reden. Heute konzentrieren wir uns einfach auf das, was vor uns liegt, nämlich die neue Saison. Und niemand Geringeres als der Rekordmeister der Basketball-Bundesliga, die Bayer Giants Leverkusen, geben sich die Ehre. Das letzte Mal, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, ich hoffe einige, haben wir sie hier in der Halle begrüßen können in der Saison 2018-2019, wo wir das Halbfinale gespielt haben. Knapp verloren nach hoher Führung, oder nach hoher Führung kann man nicht sagen, aber nach einer Führung in der ersten Halbzeit haben wir dann knapp verloren und haben dann leider auch das Auswärtsspiel abgeben müssen, sodass Bayer Leverkusen in dieser Saison dann Meister wurde in der Pro B und seitdem auch in der Pro A war. Tja, und letztes Jahr hat sie es dann erwischt, letzte Saison sind sie abgestiegen und ja, heute, ich bin der Meinung, mit großen Ambitionen wieder in der Pro B. Warum große Ambitionen, das werden wir uns gleich angucken, wenn wir so ein bisschen über das Team reden werden. Ich mit euch, heute noch ich alleine, ja, ich schaue die ganze Zeit so ein bisschen neben hier rechts und da ist noch keiner, da wird aber bald jemand dazustoßen, nämlich Marco. Wird kommen. Der hat gerade mit seiner WU14, die er betreut, im Süden von Berlin gegen BAS, ein sehr interessantes Projekt im Mädchenbasketball, gespielt. Und der ist jetzt auf dem Weg, müsste jetzt schon langsam die Stadtgrenze von Bernau erreicht haben. Und der wird uns unterstützen oder mich unterstützen im Livestream. Und wenn ihr euch fragt, wo Jan ist, der feiert Oktoberfest-Jubiläum. Nämlich das letzte Mal war er mit seinen Freunden vor 10 Jahren auf dem Oktoberfest. Und dieses Jahr ist das 10-Jährige. Und deswegen wird er uns vielleicht aus dem Bierzelt via Handy unter Umständen ab und zu mal den Livestream checken. Ja, schauen wir mal. Kommen wir jetzt mal zu Leverkusen. Sie haben ja gesagt, Rekordmeister der Bundesliga. Unglaubliche 14 Titel haben sie gehabt in den 90ern, 7 in Folge. Besonders prägend natürlich die Ära unter Dirk Bauermann. Und ja, viele Spiele gesehen, aber jetzt wieder in der Pro B und mit viel Ambition. Das zeigt auch schon, wie sie das Team zusammengebaut haben. Ja, es sind viele neue Spieler dazugekommen, einige Spieler, die wir auch aus der Pro B von letzter Saison kennen. So zum Beispiel, ich schaue mal nach unten auf meinen schlauen Zettel, nämlich der Aufbauspieler McBride aus Itzehoe. Dazu kommt er, auch aus Itzehoe verpflichtet, Marco Boxic, auch schon in der Pro A gewesen, letzte Saison auch in Itzehoe eine sehr gute Rolle gespielt. Ja, interessanter Spieler auf der 3-4er-Position, dazu Quadre Lollis. Den haben wir auch schon gesehen aus Düsseldorf. Letztes Jahr war er aber der Pro B Süd Topscorer oder Leistungsträger in Speyer gewesen. Dann kommt ein interessanter junger Spieler dazu, das ist mit der Nummer 34, der Herr Großkopf. Und junger Spieler aus Ulm, Innenspieler, athletischer Power-Forward, würde man sagen. Ja, und wen kann man noch nennen? Natürlich aus Schwelm, den haben wir letzte Saison auch hier gesehen. Das ist Calvin Oldham Jr. mit der Nummer 1. Ja, war Leistungsträger in Schwelm, 14 Punkte, 4 Assists, fast 8 Rebounds. Also man sieht, die haben sich sehr gut verstärkt, haben natürlich auch einige Spieler gehalten, wie Marius Stoll aus der letzten Saison oder Sebastian Brach zum Beispiel. Und zum Ende der Saison, nämlich der eigentlich etatmäßige Starting Big, das ist normalerweise Dennis Heinzmann, der hat sich aber verletzt am Knie in der letzten Saison und dort haben sie diese Saison, nochmal nachverpflichtet, nämlich Kevin Strangmeier aus dem Team Ehingen Urspring. Ja. Und von daher sind sie sehr, sehr gut aufgestellt und starten meines Erachtens auch mit gewissen Ambitionen, allein schon durch die DFB-Kaderbildung in diese neue Saison. Ja, und bei uns
dass, wie schon letztes Jahr, wir sind jung, wir sind, ich würde schon sagen, schon ein sehr neues Team. Deswegen auch schwer zu vergleichen, wenn man jetzt drüber redet, was war denn irgendwie letzte Saison, oder was ist der Unterschied zwischen dem Team letzte Saison, zwischen dem diese Saison? Ja, das habe ich natürlich auch unseren Headcoach gefragt, nämlich Davide. Und die konkrete Frage, was wird uns erwarten diese Saison? Und er meinte, dass uns zum einen erwarten wird eine energisch spielende, sehr motivierte Mannschaft, ja, die aber aufgrund dessen, dass sie natürlich sehr neu zusammengesetzt ist und auch jünger ist, vielleicht ein bisschen nervös ist, die aber immer alles auf dem Feld geben wird. Daran werden wir die ganze Sache natürlich messen, auf jeden Fall. Jetzt stößt auch schon Marco hinzu, ja, der wird sich gleich ins Bild oder unter Umständen ans Mikro hirschen. Dann habe ich natürlich auch gefragt, wie lief die Vorbereitung, weil das ist natürlich immer so eine Sache. Lief die gut, lief die nicht gut? Wenn ich jetzt auf Leverkusen gucke, muss ich sagen, lief die schon sehr, sehr gut. Ja, da ist zum Beispiel ein Sieg gegen Bochum aus der Pro A, eine knappe Niederlage aus der Pro A gegen Paderborn. Siege gegen luxemburgische Erstligisten. Also kann man schon sagen, das klingt schon erstmal ganz ordentlich. Coach Davide sagt zu dem Punkt, dass gerade die zweite Hälfte der Vorbereitung seines Erachtens sehr gut lief, weil dort auch die Trainingsbeteiligung, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber er konnte auf alle Spieler zugreifen oder auf fast alle Spieler zugreifen, was man natürlich braucht, um Rollen zu schärfen, um die Abläufe innerhalb der Plays, um die Prioritäten klar zu machen, was ist die erste Option, was ist die zweite Option. Und das lief natürlich in der zweiten Hälfte der Saison viel, viel besser seiner Meinung nach. Ja, so, da ist er, ja, die Stimme aus dem Off. Jetzt sehen wir uns auch. Jetzt sehen wir uns. Genau, jetzt sehen wir uns auch. Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wo sind wir jetzt hier, René? Was ist das jetzt für ein Spiel? Ich glaube, nicht WU14, das hast du schon gesehen. Genau. Okay. Ihr habt schon gehört, es war gar nicht schlecht vom Ergebnis her, muss ich sagen. Genau. War gut. Also, ich bin sehr zufrieden, Stimme ein bisschen angeschlagen, aber wir sind ja zu zweit und wir unterstützen und freuen uns auf ein geiles Spiel. Ganz genau, wir sind zu zweit. Meine Stimme ist auch ein bisschen. Ich habe heute schon ein U10-Turnier gehabt in Potsdam. Du warst ja auch unterwegs. Genau. Und wir konnten schon einen Platz 1 und einen Platz 2 und einen Platz 7, nämlich der weiblichen U10, mit nach Hause bringen. Boah, also sensationell hier eure Kommentatoren heute. Die wissen, über was sie reden. Genau, wir wissen, über was sie reden. Genau. Ball muss in den Korb, das kriegen wir hin. Genau. Nee, cool. Ganz genau. Ja, ich war ja in der Vorbereitung auf das Spiel wirklich auch sehr begeistert von der Aufstellung der Leverkusener und auch mit Hansi Gard, ein ehemaliger Alba-Spieler, hast du wahrscheinlich schon gesagt. Ne? Ja, also Europameister. Fand es auch, genau. Ja, und ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe damals in der Jugend bei Tusti bei Alba mit ihm zusammen trainiert und auch bei Alba mittrainieren dürfen. 1993, 94 und ich weiß, was das für eine Kante war. Also, da ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich 2-3 Mal seinen Ellbogen und seine Schulter abgekriegt habe. Also ja, genau. Eine das tolle ist Mannschaft und ein guter Coach. Genau. Die Starting Five liegt vor. Sehr gut. Dann müssen wir mal schauen. Genau, aber ich greife mal die Kante und die Ellbogen auf. Das ist nämlich auf die Frage, was die Schlüssel zum Spiel sind für Coach Davide. Ist auf jeden Fall eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, ist mit der Physis umgehen. Ja, und das werden wir auf jeden Fall sehen. Da hatten wir ja so unsere Probleme gegen die Berlin Braves, die sehr viel Druck gemacht haben. Ja, darauf müssen wir heute auch achten, dass wir mit dem Druck besser umgehen. Ansonsten schnelles Tempo. Ich gehe davon aus, dass wir das forcieren müssen. Und Lok will die Bigs der Leverkusener attackieren, nämlich in der Post und von der Dreierlinie. Ansonsten defensiv müssen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr stark konzentrieren auf McBride, den wir ja aus Itzehoe kennen, was ich schon gesagt habe, der da 21 Punkte im Schnitt gemacht hat, 5 Assists plus Rebounds. Ich weiß, sein Auftritt hier in der Lokhölle war jetzt nicht so berauschend, aber wie gesagt, wir sind ein neues Team, ja, da ist er in einer anderen Situation und müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und auf Marco Boxic, den ich ja auch schon angekündigt habe, der so ein bisschen so ein Matchup-Problem sein könnte, weil auf der 3 ist er sehr groß, auf der 4 ist er sehr schnell. Man muss seinen Wurf, bekämpfen. Naja, man muss drauf achten. Er kann vielleicht werfen. Genau. Und ansonsten müssen wir defensiv auf die Pick-and-Roll-Verteidigung achten und auf die
Handoff-Verteidigung. Ja, müssen wir mal sehen, wie das sich im Spiel entwickelt. Da haben natürlich Coach Davide und Coach Opland auf jeden Fall einen gewissen Wissensvorsprung, weil sie sich ja schon vorbereitet haben. Und jedes Team ist auch in der Preseason, also in der Vorbereitung, gezwungen, mindestens ein Spiel von sich aus der Vorbereitung hochzuladen. Mhm. Ja, und was dann zur Vorbereitung genutzt wird. Ja, ja, ansonsten gucken wir mal. Jetzt geht's los mit unserer Vorstellung. Ja, die Lokhölle ist gut gefüllt, die Sitzplätze sind schon sehr gut vergeben. Gut vergeben, also schreit wieder nach guter Stimmung. Heute auch wieder mit einem neuen Hallensprecher, weil Ronny leider immer noch krank ist. Also gute Besserung an Ronny. Liebe Grüße auch an Heidi, ja, der auch unterwegs ist und jetzt mal auf der anderen Seite ist. Und dank seiner Abwesenheit ich auch mal wieder hier mit dabei sein darf. Ich bin ganz aufgeregt gewesen heute, endlich mal wieder hier mit zu sein. Und ja, auch ganz lieben Gruß nach Leverkusen, an die Fans natürlich, die am Livestream sitzen, und an Omar, euren Sponsorenbetreuer. Ich habe gerade mit ihm im Auto noch telefoniert. Also ihr habt da wirklich Glück, dass ihr so einen tollen Menschen dabei euch habt. Und wir freuen uns wirklich auf das Spiel und ich freue mich sehr auf die Mannschaft und auf beide Mannschaften. Wir haben das Eröffnungsspiel gesehen, ne? Und ich glaube, da war Potenzial und habe ich da viele Kontakt. Der hat auch Bock auf das Spiel. Wir werden sehen, ne? Wie wir die Matches hinkriegen, gerade unterm Korb. Du hast es angesprochen. Ja. Drei Spieler über 2,10 Meter ist schon eine Kanten da unten. Ne? Also. Ja, ganz genau. Ja, wir schauen mal. Ich bin besonders gespannt, wie unsere Neuverpflichtung, die ja auch eine gewisse Rolle haben sollen, wie die heute einschlagen. Was mich natürlich besonders freut, ist, dass Elias Rafik heute dabei ist. Wird nicht viel mittrainiert haben. Also gestern, ich war gestern noch mal kurz beim Abschlusstraining dabei, habe mir noch mal ein bisschen was angeguckt. Da war er natürlich nicht dabei, da wird er bei den Profis gewesen sein. Ich bin gespannt, wie das Trainergespann oder unser Trainergespann ihn jetzt mit einbinden kann und wie wir sozusagen von ihm profitieren. Ja, ansonsten sind alle bis auf, ich muss kurz gucken, ja, bis auf Dorian Rosper sind wir voll besetzt. Wir haben 12er Kader. Ja, also ja, Ausreden haben wir nicht heute. Alle dabei, alle gesund. Kann es also losgehen. Ja, ich bin auf die Rotation gespannt. Letztes Jahr haben wir ganz oft auch in der 12er Rotation gespielt oder in der 11er Rotation. Mal gucken, ob die Coaches mit dem neuen Kader eine ähnliche Rotation spielen oder wir vielleicht nicht aufgrund der nicht ganz so tiefen Besetzung eventuell eine 10er Rotation rutschen oder trotzdem weiterhin so bleiben. Also ja, große Aufregung, großes Gespanntsein und freuen uns, dass es in 3 Minuten losgeht. Genau. Ja, ansonsten, ich hoffe natürlich, dass wir ein bisschen besseren Start gerade offensiv haben als in der Saisoneröffnung. Das muss man schon sagen. Das hoffe ich, dass wir das hinbekommen, ja, dass wir jetzt nicht zu nervös sind. Und ich würde mir wünschen, ganz klar, das habe ich auch öfter mal im Livestream letztes Mal angedeutet, dass ich mir wünsche, dass Blake Seitz vor allen Dingen seine Gefährlichkeit von der Dreierlinie auch nutzt und dementsprechend auch offensiv agiert. Ich gehe davon aus, dass wir mit ihm starten werden. Ja, schauen wir mal. Akim, ja, soll auch eine größere Rolle dieses Jahr spielen. Bin ich gespannt, gerade was das Attackieren im Post, aber auch das Attackieren von der Dreierlinie anbelangt. Da haben wir natürlich heute, ja, da werden wir schon sehen, wie das funktioniert. Ja. Weil die Schützen haben wir ja von draußen die Gefährlichkeit, ne, mit Axels, unserem neuen Kapitän, mit Blake. Also da gibt es schon ordentlich Shooting-Power. Jetzt, genau. Jetzt guckt man nur, dass die Dinger müssen halt irgendwann mal reinfallen. Genau. Nicht so wie beim Eröffnungsspiel. Da waren die Beine vielleicht auch ein bisschen müde noch vom Spiel gegen Wolmirstedt. Heute gibt es keine Ausreden, heute sind alle frisch. Und, richtig. Besonders auch das Rebounding. Ja, das war ja letzte Saison unser Steckenpferd, das Offensive Rebounding, wie wir heute gegen die doch schon sehr physische Mannschaft aus Leverkusen dagegen agieren. Ich bin gespannt. Ja, bevor es aber richtig losgeht für alle, starten wir mal ganz kurz in die Werbung und dann sehen wir uns gleich zum Tip-Off, Freunde. Bis gleich, wir freuen uns.
So, da sind wir wieder. Ja, ich will auch gleich sagen, es kann unter Umständen während des Spiels vorkommen, dass vielleicht die Spielstandsanzeige und die Uhr unter Umständen ein bisschen spinnt, vielleicht auch ausgeblendet werden. Dann werden wir euch natürlich immer auf dem Laufenden halten. Ja, wir werden schauen, wie sich's entwickelt. Wir haben ja perfekte Sicht auf das Scoreboard. Und ja, falls es passiert, dann wisst ihr Bescheid. Ja, das Spiel wird dann nicht bei 0-0 gestartet, sondern wir werden euch dann immer auf dem Laufenden halten. Da sehen wir auch schon die erste 5 von Leverkusen. Das ist zum einen mit der Nummer 4 Quadrilolis. Wie gesagt, langjähriger Pro-B-Spieler, auch schon in der Pro-A gewesen. Dann sehen wir Sören Urbanski mit der 51, müsste das sein. Genau. Letztes Jahr in Hanau gewesen, vorher bei den Sixers. Natürlich McBride, Walter J. McBride auf der Position 1. Mit der Nummer 1 ist es der Captain Calvin Oldham. Und mit der Nummer 10 sehe ich den Herrn Sebastian Brach, seines Erachtens Point Guard. Letztes Jahr auch schon bei Leverkusen gewesen. Eine kleine Rolle gehabt in der Pro A, aber ja, wie gesagt, werden wir sehen, was kommt. Ja, und wir, die Bernauer, starten mit Axel, unserem Kapitän, mit der Nummer 2, die Nummer 3 mit Philipp Schwarz. Ja, mit Linus Ruf, dann haben wir noch Akim, ja, der Co-Kapitän, und du hast schon angesprochen, Blake Seitz, ne, unser Dreierschützen, unser Mann aus San Diego, mit Davide vorher gesprochen, wirklich einer der besten Werfer bei uns, ja, immer bereit, sich zu verbessern, ein guter Arbeiter. Und jetzt gucken wir mal uns die Matches an und wer besser ins Spiel kommt. Nicht zu vergessen, unser Gespann in Grau heute, Sami Faro. Und Daniel Blitz, zwei alte Bekannte, die schon öfter hier genau. Das Spiel leiten durften. So. Cool, so. Führt was eigentlich unser Sprungball, aber dann am Ende. Genau, clever gespielt. Ja, die Stimme aus dem Off hat uns natürlich gleich erinnert. Abonniert uns fleißig auf YouTube, dass wir natürlich mit unserer Reichweite immer weiter wachsen. So, Philipp Schwarz im Spielaufbau. So, da sehen wir schon genau das, was Coach da wieder angesprochen hat. Wir wollen über die Picks attackieren und man sieht, Linus Ruf macht das wirklich sehr gut. Sehr versierter Ballhändler. Letztes Jahr war er schon im Trainingskader, saß auch ab und zu auf der Bank. Marco hat da sehr gut Vorarbeit geleistet, nämlich mit Coach da wieder über alle Spieler einmal geredet. Da haben wir auch erfahren, dass er letztes Jahr ein paar Verletzungsprobleme hatte. Und trotzdem wichtige Minuten im NBBL Top 4 hatte und dementsprechend auch Meister geworden ist in Alba Berlin mit der NBBL. Und genau. Erste Punkte für Lok. Publikum steht noch. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und Linus ist auch derjenige, der jetzt nach Rikus und Co. und auch Malte und Elias mit in die Alba-Rotation zu den Profis soll. Der soll jetzt also gefördert werden, bei uns Spielpraxis kriegen, aber immerhin parallel weiterhin bei den Profis trainieren, so wie in diesem Sommer auch schon. Also, wir sind auch in der Mann-Mann-Verteidigung. Ja, da haben wir schon gesehen, das erste Handoff gut verteidigt von Philipp Schwarz. Da kommt schon das nächste Handoff. Und das Pick'n'Roll oben. Beckt weiter am Ball. Oh, sehr aggressiv. Gefällt mir. Das müssen wir natürlich zurückrotieren. So, da haben wir den Offensiv-Rebound. Da ist denn Größe ist denn doch schon entscheidend. Ne? Also, der erste Offensiv-Rebound von den Picks aus Leverkusen. Gute Hände von Philipp Schwarz. Gut. Ja. Und da ist der erste Dreier. Schade, aber kann man nehmen auf jeden Fall. Ja, gibt es ja mal wieder die Diskussion, soll man den Dreier nehmen oder nicht? Ich bin auch dafür, den zu nehmen. Ja? Also wenn du ein Schütze bist, du hast aus dem Offensiv-Rebound die Trailer, die nachkommen können. Ne? Also auf jeden Fall. Aber es gibt ja Coaches, die das nicht so mögen. Aber also sehen wir beide gerne. Auf jeden Fall. Ja, man soll natürlich nicht jeden draufzimmern, den man gerade in die Hände kriegt, zu jeder Sekunde und in jeder Phase des Spiels, aber der ist vertretbar gewesen auf jeden Fall. So, Axels attackiert. So, jetzt fehlt mir ein bisschen die Aggressivität im Offensiv. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, guck, wahrscheinlich gehen alle davon aus, dass der Wurf reingeht, wenn er wirft, aber der war knapp hinten rauf, also Einwurf Leverkusen. So, McBride im Spielaufbau. So, Brach attackiert.
Guter Durchstecker, noch 5 Sekunden. Die Zeit ist offen. Ja, die Verteidigung gefällt mir schon auch deutlich besser als vor 2 Wochen. Ne? Also gleich von Anfang an Aggressivität. Ja. Schlechte Würfel zwingen. Linus geht weiter hart zum Brett und macht das Ding rein. Hätte auch der zweite Call sein können gegen Oldham. Ja. Aber hat er sehr gut gemacht. 4-0 Führung. Das nehmen wir doch mit. Oh, also viele Handoffs. Und dann fällt der Dreier. Genau, das war der Switch. Da ist Akim ein bisschen abgesunken. Ich check gleich mal, was Sebastian Drach letzte Saison von der Dreierlinie hat. Ich habe ihn jetzt nicht notiert als den Schützen. Aber das finden wir raus. Defensiv-Rebound. Wahnsinn. Ja. Das ist immer so die Herausforderung, warum da so Druck am Ball von Akim, ja, und einen Foul opfern. Bisschen ärgerlich. Ich glaube, da sind die Coaches jetzt auch nicht ganz so begeistert von gewesen, von dem Foul. Aber gut, nehmen wir mit. Weiter geht's. Erste Foul, nichts passiert. Immer noch 4-3. Gucken wir, ob eure Anzeige stimmt. Ja, also funktioniert erstmal. Viel Ballbewegung, viel Spielerbewegung. Gutes Closeout. Ja, und Brach macht es nicht schlecht. Ja. Den ersten Ball getroffen. Jetzt kommt das harte Closeout von Philipp Schwarz auf ihn rauf und er attackiert. Ja, das war clever gemacht. Obanski blockt den Weg unten frei, bleibt einfach mal stehen mit seinem doch schon sehr großen Körper. Ja, das war gut, gute Entscheidung. Ja, aber das war auch so eine Sache, die wir gegen die Berlin Braves nicht ganz so gut gemacht haben. Die, meiner Meinung nach die Closeout-Verteidigung. Mhm. Ja, jetzt gerade ist gut, dass wir den Wurf wegnehmen. Aber da müssen wir natürlich auch im 1-1 vielleicht versuchen, ein bisschen das Ganze schwerer zu machen oder zu rotieren. Vor allem auch die Mitte ein bisschen zu schließen, ne? Dass wir halt nicht dieses Penetration über die Mitte haben und unser Verteidigung kollabiert, der Headset nicht definiert ist. Genau. So, ich muss mich gleich auch wieder revidieren. Sebastian Brach kommt aus Hanau, hat letztes Jahr nicht in Leverkusen gespielt und hatte dort eine doch sehr gute Rolle und vor allen Dingen auch eine akzeptable Dreierquote von 35% mit 1,5 Getroffenen pro Spiel bei knapp 5 Versuchen. Also den muss man dann schon respektieren, was man ja auch gerade gesehen hat. So, also wieder Matchup, die Posts, die Center gegeneinander. Ja, Olten arbeitet für den zweiten Ball und bekommt ihn auch. So, jetzt sehen wir 3 Wechsel. Elias Rapik das erste Mal auf dem Feld. Clint Hamann und Anton Nufer. Ist mit dabei. Aus Stuttgart kommt er. Genau, der ist erst ein Jahr zu Alba gewechselt. Auch einer der Youngstars mit 17, der hier Spielpraxis kriegt und sich mit den Großen messen darf. Oh, das war zu einfach. Ja, zu weit rausgetreten, beziehungsweise die Hilfe nicht da unter dem Korb. Ja? Genau. Da muss man halt gucken, dass man den abrollenden Spieler halt zeitig über die Hilfe, bumpt, würde man sagen. Zumindest erstmal sich dahin orientiert, dass es nicht ganz so einfach ist, für ihn den Ball zu fangen, sich zu drehen und zu scoren. So, jetzt kommt mit der Nummer 16. Kevin Strangmeier, auch eine Neuverpflichtung aufs Feld. Letztes Jahr in Ehingen aktiv. So, der erste Dreier von Blake Seitz. Ein bisschen zu kurz. Ja, ein bisschen zu kurz. Aber war gut. Ich finde, das muss er nehmen. Das müssen wir ihm auch zugestehen, dass er den Wurf nimmt. Ja, wieder ähnliche Rotation, aber besser gelöst. Genau. Ja, wieder weit großes Raustreten von den Großen, von Big Man. Aber dann haben wir unten die Hilfe. Bisschen Zeit geschunden, sodass wir wieder runter rotieren konnten. Also alles richtig gemacht. Das sollte der Gameplan sein, wahrscheinlich, wie es aussieht. Immer wieder. Genau, Linus bringt den Ball. Oh, da kommt das Doppeln. Sehr und schön. Das sehr gut. Ihr könnt da danken. Ja. Ich wollte gerade sagen, das knallt jetzt erstmal, aber genau. Den muss er danken. Als Momentum, als Zeichen. Genau. Also, wir suchen immer wieder den Großen da unterm Korb. Aber jetzt. In der Verteidigung schnelle Hände. So, jetzt kommt Marius Stoll, hat seine Jugend oder seine Ausbildung in Ulm genossen, ist der Sohn vom Manager von Ratio van Ulm. Ah, cool. Und den hatten wir auch schon in Bernau gesehen, nämlich auch Saison 2018, 2019, als sie mit Ulm hier in der ersten Runde aktiv waren.
Ja, also hier gut verteilt, gute Reboundarbeit, also die Reboundarbeit gefällt mir gut im defensiven Bereich. Sehr gut. Oh, ein. Ah, vielleicht hat er sich da nicht. Hey. Ah, sah ein bisschen komisch aus, aber. Ja. Linus macht einen sehr guten Job, ja, muss man sagen. Sehr präsent, ja. Will den Ball haben, übernimmt Verantwortung. Fällt mir sehr gut, ja. So. Genau. Jetzt kommt Latrell, genau, Latrell Großkopf aufs Feld, der Nummer 34. Sehr interessanter Spieler aus dem Jugendprogramm auch von Ulm. Athletisch. Ja, Linus, ja. Topscorer hier. Genau. Sehr gut. Also 5:8 nach dem Blitzstart der Lok. Als zwei Punkte Spiel. So, jetzt sehen wir uns in der Zonenpresse, wie ich sehe. Ja. Gucken, ob wir in die Mannverteilung zurückfallen. Ja. Genau. Ja, bin gespannt, wie Elias sich jetzt macht, ob er mal ein bisschen Verantwortung auch übernimmt. Das war natürlich, ja, das war zu einfach. Ja, da muss Clint vielleicht das Foul einfach zeitiger nehmen, dass wir gar nicht zu der Situation kommen, dass es einen tiefen Drive in die Zone gibt. Also Santiago, Rodriguez kommt rein. Und Leo, unsere Nummer 13, harter Arbeiter, die ihr werdet es jetzt sehen. Sehr, sehr körperlich, schmeißt sich auf die Bälle rauf, wird rennen und arbeiten. Also auf den freue ich mich auch ganz besonders. Spielt erst seit 4 Jahren Basketball, Leo. Also, und dann hier gleich in der Pro B. So, die Elias, Rotation. Genau, Elias jetzt auf Walter McBride, wird jetzt den Point Guard verteidigen. Mal gucken, ob sie jetzt vielleicht mehr switchen. Nein. Dran macht aber sehr gut. So, da sind die angesprochenen Handoffs. Ja, das war Kontakt. Ah, lass gut den Ball laufen, ja, aber. Und. Leider der Ball nicht in unseren Händen. Lohnt sich nicht für die gute Arbeit. Und Mario Stoll mit dem Dreier. Papa wird sich freuen. Vielleicht ja am Livestream. Schöne Grüße. So, und wieder aggressives Doppeln. Oh, schade. Spiel, da ist das Rückspiel. Ja, das ist das, was wir auch im ersten Spiel gegen die Braves nicht gut gemacht haben. Wir dürfen den Ball dort in der Ecke, da an der Freiwurf, an der Dreier, an der Mittellinie, ja, und Seitenauslinie, da dürfen wir den Ball nicht aufnehmen. Und selbst wenn wir ihn aufnehmen, Anton hat eine gute Größe für einen Ballhändler. Er ist 2 Meter groß, dann muss man einfach Ruhe haben. Ja, er muss versuchen, das Double Team zu splitten, sagt man. Also in die Lücke zwischen den beiden reintreten. Und auch nicht nach hinten passen, weil das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Sondern er muss warten, dass die nächsten Spieler von der Baseline zu ihm schneiden und ihm da helfen. Und da müssen auch alle mitmachen. Das ist auch ganz wichtig. Ja, aber es hat man gerade auch, schön, dass du es ansprichst, im WU14-Bereich ähnlich, vielleicht auch bei dir, in der U10er noch nicht ganz. Ne? Noch nicht aber, ganz, nein. Wir dürfen noch nicht doppeln. Wir dürfen auch noch gar wir nicht dürfen doppeln. Noch nicht doppeln. Genau. Wir machen es manchmal, da muss ich es aber eher zurückfallen. Weil sie zu gierig sind. Weil sie zu gierig Bock sind, genau. Haben. Ja, nee, aber das ist natürlich eine Stelle, wo wir nicht in der Offense hinwollen. Ne? Aber immer wieder erstaunlich, dass selbst auf höchstem Niveau, wir haben es ja auch in der Weltmeisterschaft gesehen, ne? Also auch dort immer wieder noch funktioniert. Ganz die genau. Blue White Swans habt ihr gerade gesehen, unser eines Cheerleader-Team. Was für uns hier immer für Stimmung sorgt und tanzt. Passion of Dance, immer abwechselnd. Also schön, dass Sie heute auch wieder dabei sind. Und erste Auszeit der Lok jetzt zu Ende. 6:11. Also so, jetzt sehen wir auch Marco Boxic das erste Mal auf dem Feld mit der Nummer 8 und Joshua Dahmen. Ja, ich würde sagen, Veteran aus Iserlohn, ganz genau. Der weiß, was er tut. 15 Jahre Iserlohn. Und 15 jetzt, Jahre. Und jetzt das erste Mal 300 noch was Spiele in Iserlohn gespielt und jetzt das erste Mal woanders, weil er umgezogen ist. Also, ach so, okay. Sonst wäre er wahrscheinlich immer noch in Iserlohn. Ja, aber stimmt. Ja. Nee, eine Familie, die sich da sehr engagiert. Also ja. Die Dames, also auch ganz wunderbar. Genau. So, nächster Dreier. Oh, das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel gewesen mit Brett. Und ihr habt es gesehen, Meo mit dem Rebound, ja. So. Oh, Inside, genau, da ist Elias. Da sieht man schon, dass... Und da übernimmt er Verantwortung. Das Schweizer Taschenmesser, würde ich jetzt sagen. Ja, Elias, gute Größe, kann Inside attackieren, kann mit dem Ball von außen attackieren. Ja, also, ja, sehr gut. Und vor allem noch mal unfassbar netter Mensch. Der hat ja auch mal einen Livestream mitkommentiert. Ich bin ja mal wieder fasziniert von den jungen Spielern, wie wortgewandt und wie...
toll sie auch als Mensch auch außerhalb des Feldes agieren. Also ja, für Elias freuen wir uns sehr, dass er da jetzt auch bei Alba mehr Verantwortung übernimmt. Der nächste Wurf geht rein. Schön. Sehr schön, sehr schön. Guter Pass, gut, viel Geduld gehabt und wir haben 10-13. Genau. Ich bekomme gerade die Nachricht von unserem Kampfgericht, von Tim Thieme, dass wir natürlich auch Ronny, wir haben schon drüber gesprochen, aber herzliche Grüße an ihn und gute Besserung. Ja, wir hoffen, dass du uns gerade verfolgen kannst und dass wir dich bald so schnell wie möglich wieder in der Halle sehen. Wir brauchen dich, Ronny. Big Ronny. So, passt sehr raus, gut. Unsauber gespielt. Der Floater, ja, sehr schön. So, ich glaube, jetzt hat der Coach der Leverkusener ganz kurz überlegt, ob er die Auszeit nehmen will. Vielleicht guckt er sich den Ballbesitz noch mal an. Oh, da wird mehr überspielt, war ein bisschen zu gierig. Ja. Oh, das ist ein Foul. Schade. Schade, ja. Ja, aber die Jungs, ja, gerade auch bei Meo, ne, so ein bisschen zu aggressiv. Kann natürlich dann immer wieder noch mit dem Backdoor-Cut deutlich gefährlicher werden. Aber wir freuen uns ja, die Aggressivität des Spiels. Im Öffnungsspieler war vielleicht ein bisschen zu wenig Aggressivität. Jetzt ist es zu viel, jetzt müssen wir die Mischung finden. Also bisher aber eine gute Performance von beiden Mannschaften. Gutes Spiel. Ähnlich die Position, aber da ist er, der Ball. Mal gucken, was Klint macht gegen ihn. So, eine gute Verteidigung. So. Damit können wir leben. Ach. Gute Idee. Und rein. Ja, schade. Da ist er. Genau, ab nach innen den Ball und Klint. Anton Lufer, der Ball. Sehr schön. So, Ausgleich. Über die gute Defense und die Geduld in der Offense wieder zurückgekämpft. Da kommt der nächste Dreier. Ja, Foul von Joshua Dahmen, sehr schön. Rebound-Arbeit gefällt mir wirklich gut. Ja. Defensiven Brett. Wenig Offensiv-Rebounds bis zum Anfang gerade, aber ansonsten wird da viel gearbeitet. Gegen die Körper gestemmt. So. Anon Döris kommt rein. Auch so ein junger Hüpfer. Ja. 17 Jahre, 2,09 Meter groß. Genau. Ich würde sogar sagen, dass er dieses Jahr der Jüngste der Mannschaft ist. Ja, auch einer der Talente. Habt ihr gerade gesehen, mit 2,09 Meter bringt hier den Ball. Ja. Und da ist der nächste Dreier. Ja, richtig. Aber da haben wir den Offensiv-Rebound. Oh, genau. Ah ja, da kam der Tipp. Ja, das ist es. Wie wir Meo dieses Jahr haben werden. Meo Martin, auch aus einer Basketballfamilie kommend. Ja, Tommy Torwart, sein Onkel. Seine Mutter Tina auch zweite Liga gespielt, erste Liga gespielt. Also der hat schon, wie man so schön sagt, den Basketball mit der Muttermilch aufgesaugt. Und das sieht man auch hier, trotz seiner geringen Anzahl an Basketballjahren, die er auf dem Feld steht. Hat er einfach das Timing und hat das Herz am richtigen Fleck. Wir werden viele Rebounds von ihm sehen, viele Hustle-Plays und hoffentlich gleich den nächsten Freiwurf rein. Genau, zur ersten Lokführung. So, mal sehen. Ich bin gespannt, was sie jetzt aus dem Freiwurf defensiv machen werden. Coach Tavida hat was angezeigt. Mal sehen, was wir sehen werden. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Am Ende auch zwei Punkte. Das sind auch zwei Punkte. Nehmen wir. So, wir nicht drüber nachgedacht, dass es ohne Möglichkeit ist. Ja, haben wir die Presse genau. Wieder, genau. Da geht der Ball in die Mitte. Ja, das war gut überspielt. Aber Box trotzdem, jetzt geht in die Post. 9 Sekunden von der Shotclock genommen. Ja, und dann schade, zweite Foul von Rodriguez. So, das war unnötig, weil das gibt Freiwürfe. Also schon für alle, die sich jetzt wundern, warum es da Freiwürfe gibt und noch nicht so oft bei Livestreams oder Weltmeisterschaften zugeguckt haben. Ja, Mannschaftsfouls, egal wo die stattgefunden haben, ab dem 5. Mannschaftsfoul gibt es 2 Freiwürfe, auch wenn es jetzt nicht bei der Kopfaktion war. Und er lässt den ersten liegen. Mal sehen, ob er sich dann auch den Rebound holt und sich bei Meo sich einen Trick abgeguckt hat oder ob er jetzt einfach reinmacht. Wir schauen mal. Also er hat eine andere Variante. So, Rodriguez im Spielaufbau. Ja,
ist jetzt mit Verantwortung die Dreier, ein tiefer Dreier, aber zu kurz. So, Ball bei Stoll, jetzt geht's schnell. Vorne ist Großkopf schon, da haben wir nicht ganz aufgepasst. Glück, dass der Ball nicht so schnell nach vorne geht. Aber können nicht von profitieren, genau, von dem kleinen Schnitzer. Ja. Oh, das war ein guter Backdoor-Cut. Boxic kriegt den Ball. Und da ist er. Und du hast es angesprochen. Ja. Ja. Einer seiner Stärken. Erfahrener Spieler. Die Mannschaft so schon getragen. Genau. Jetzt haben wir einen Angriff. Werden wir noch sehen. Leichte Abstimmungsprobleme. Oh, den hätte er auch alleine machen können. Aber auch so nehmen wir die Punkte mit. So, jetzt eine gute Defense. Schatzklack ist aus, gibt nur noch 13 Sekunden auf der Uhr. Mal gucken, ob wir unentschieden in das nächste Viertel gehen. Au, schade. Ja, ein bisschen geschlafen beim Rebound. Ja, ich kann auch verstehen, warum Marius Stoll so ein bisschen guckt. Ja, hätte auch ein Foulpfiff sein können. Ja. Das war, die Penetration war zu einfach, da muss man ein bisschen besser den Ball verteidigen. Da müssen wir Obacht geben. So, ihr seht, was ist hier heute los hier? Die Eastside Fun Crew. Ganz verkleidet. Erinnert mich an meinen Marokko-Aufenthalt im Sommer. So sah ich auch aus, um mich von der Sonne zu schützen. Also die lassen sich immer wieder was einfallen. Also ein toller Verein hier in Bernau. Genießen. Werden wir. So, sind wir wieder zurück. Genau. Nach der Performance der Eastside Fun Crew geht's weiter. Zweite Viertel, 21-19. Also, knappes Spiel weiterhin. Schauen wir mal. So, wir starten mit Blake Seitz, mit Axels. Ich bleibe auch beim Vornamen. Den Nachnamen muss ich erst noch ein bisschen üben, auf jeden Seitz Fall. Aus. Genau. Und ansonsten Amon Döris. Und wir sehen Neo Martin. Hat es auch verdient. Ja. Ja, gute Hustle-Plays und Philipp Schwarz ist für uns wieder im Spielaufbau tätig. So, sehr gut, das gefällt mir, aggressiv. Oh, Glück gehabt. Jetzt könnte es schnell gehen. So, also beide Teams weiter in Mann-Mann-Verteidigung. Da war der Lücke. Gucken wir mal, wenn der Backdock hat. Ja, schade. Ja, war gut, gut gespielt, guter Read. Genau das haben wir gestern auch im Training gesehen, oder ich zumindest. Ja, also das ist nicht zufällig. Aber wir haben leichte Probleme bei diesem abrollenden Spieler im Pick and Roll. Das ist zu einfach. Ja, dann ist er ein bisschen aggressiver eventuell noch am Ball, dass der Pass nicht zugelassen wird. Und dann aber auch vorrotieren. So, hier jetzt mal Axels über die Mitte. Ja, runter, guter Drive. Gut. Also, der kann nicht nur werfen, der kann auch penetrieren und das ist ja das, was ihn auch ausmacht. Und ja. Nee, das brauchen wir auch. Also, das ist, ist wichtig, dass wir die Aggressivität auch zum Korb ausstrahlen. So, mal gucken, wann Walter McBride so ein bisschen im Spiel findet.
So, ich würde jetzt behaupten, das ist genau das Déjà-vu. Das haben wir von der anderen Seite auch schon gesehen. Auch mit Brett. Es muss angesagt werden normalerweise. Ja, Axel hat geschnauft. Also, er hat dicke Backen gemacht gerade als Verteidiger. Aber mit sehr viel Probeerfahrung. Oh, da ist der Ball weg. Du hast ihn gerade angesprochen. Oh, gutes Hustle-Play. Ja. Er hat gerade seinen Namen genannt. Jetzt wollte er sich mal ein bisschen ins Rampenlicht spielen und fast mit dem Stil. So, das waren jetzt schnelle Wechsel, muss ich sagen. Ja, schnelle und vor allem auch viele. Zwei, auch so zwei Wechsel. Genau. Zwei neue Spielereien. Lock wechselt mit. Quattro Lollis wieder im Spiel und TJ Oldham. Ja, der Papa, der Senior Oldham, ist heute auch in der Halle. Ja? Ja. Hast du ihn gesehen? Sehr schön. Ja, man könnte auch sagen, deutsche Basketball-Legende. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Muss man ganz klar sagen. Ja, auch mehrfacher deutscher Meister, also mehrfacher weiß ich nicht, aber deutscher Meister mit Göttingen auf jeden Fall. So, Linus Ruf spielt weiter aggressiv, aber war nicht von Erfolg gekrönt gerade. So, wir lassen nicht viel Zeit. Genau. Und dann und Ball für Lock. Ja, schon schwer für unsere Großen und am Korb, ja, die Defensiv-Rebounds zu kontrollieren. Aber im ersten Füll haben sie es ja sehr gut gemacht. Und da kann auch mal, bei den Buddies kann auch mal einer in die falschen Hände fallen. Das ist okay. So, Axels. Ah, schade. Ja, das war ein bisschen zu eng, zu offensichtlich. Ja. Pass in die Zone. Ja, gut durchgesetzt. Die Defense, da haben wir Bright mit den, McBride mit den nächsten Punkten. Also wieder 5 Punkte Vorsprung für Leverkusen. Jetzt wichtig, dass wir uns jetzt mal wieder Schrittfehler. Ja, ein Schritt zu viel. Also ein bisschen zu viel klein, ein bisschen zu eng da unterm Korb. Jetzt vielleicht mal wieder die Balance finden und ein bisschen die Ruhe reinbringen in die Offense. Ja, so ein bisschen Fluss halt rein bekommen, die ganze Sache. Ball laufen lassen, ja, die Möglichkeiten auf sich zukommen lassen. Ich würde sagen, die Leverkusen halt sehr gut, also sehr geduldig. Ja, sie spielen die Uhr oft runter, jetzt über Barnes gehen. Ja, ja, wer sieht der Spieler offensichtlich? Ja. Inside und Outside. So, plus 8. Sehr schön. Und so muss man es machen. Ja. Sehr gut. Gute Antwort. War fast ein bisschen zu schnell für meine älteren Augen. Gar nicht gesehen, wo er angeflogen gekommen ist. Also schön. So, aber jetzt. Na, jetzt auf der anderen Seite. Dachte auch gerade, aber ein Geben und Nehmen hier heute. So, Akim macht sich da wieder ein bisschen frisch. Der war jetzt doch lange gesessen. Ja. Ach, gute Bewegung, also Respekt, gutes Spiel von Leo heute. Ja. Leo Martin übernimmt Verantwortung, scored und die Rebounds. Ja, Ticking Roll oben macht uns leichte Probleme, muss ich sagen. Entweder der abrollende Spieler, wo wir jetzt ab und zu Glück hatten, aber ich glaube, der Drive ist noch fast gefährlicher für uns. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich zur zweiten Halbzeit die eine oder andere Umstellung geben. Mal gucken, ob wir da ein bisschen variabler sind. Verteidigung um angeht. Ja, und vor allen Dingen würde ich mir jetzt wünschen, dass wir neben Linus, der genau das macht, was der Gameplan sagt, nämlich attackiert, dass wir jetzt vielleicht auch eine andere Option finden, vielleicht von außen, über unser eigenes Pick-and-Roll vielleicht, ja, wie auch immer. Mal schauen. Ja, gucken wir mal, ob wir die Schützen, unsere Schützen ins Spiel bringen. Jetzt erstmal Akim, Elias wieder rein, Finn Siedel, unser Energizer. Genau, das erste Mal auf dem Feld jetzt, ne? Ja, ist er mit dabei. So, Axels geht raus. Axels mit dem ersten Foul. Ja, früh rumrotiert, aber dann leider over the back, dann doch das Foul kassiert. Leo kriegt seine wohlverdiente Pause nach den guten Minuten, die er für ihn abgebracht hat. Der Rebound von Linus.
bringt auch gleich den Ball. So, Akim arbeitet da unten, sieht das Mismatch. Mal gucken, ob wir ihn finden. Ne? Ja, sehr gut, ja. Elias, das ist prima. Ja, jetzt muss er es auch nutzen. Ja, denke. Gut. Ja, kommt dann die Handbewegung. Ja, da wollte er noch das Foul haben, Akim, aber. Genau. Gucken wir mal. Ja, also unser Inside-Spiel oder unsere Bigs funktionieren. Von außen wie von innen offensichtlich. Das ist schon mal sehr gut. Genau, jetzt war Anlage berührt, Einwurf Lob. Yep. Also gute intensive Verteidigung. Jetzt mit Akim da unterm Korb. Also die Rotation ist ein bisschen besser bei dem Pick and Roll oben. Akim schön präsent doch, die Würfe weggenommen gerade. Einfach da gewesen mit seinen langen Armen, 2,10 Meter. Muss du auch erstmal rüberwerfen. Also wir bleiben dran. So, jetzt sehen wir ein Offscreen-Play. Turnout-Situation, also zwei Bigs stellen oben. Stellen unten Blöcke für die Shooter, die rauskommen. Und Black Sides entscheidet sich halt in der Zeit zu attackieren. Ja, da könnte man vielleicht ein Tick geduldiger sein und einfach warten und das Play einfach spielen. Weil das gibt dann natürlich Sicherheit. So, Linus arbeitet da gut unterm Korb, ja, rotiert da rum. 3 Sekunden. Und, ja, super. Ja. Also das war der Punkt, der Stil von Linus. Vielleicht habt ihr das gesehen, ne? Der ist da rumgerannt wie so ein kleiner Wiesel. Ja. Um Umbanski. Und ja, wurde belohnt. Genau, Linus macht ein gutes Spiel. Ja. Sehr aktiv, offensiv, aber auch defensiv. Oh, Akim. So. Zittert immer so ein bisschen. Ja. Wir spielen schon sehr. Jetzt sehen wir wieder das Pick and Roll. Guter Pass von Elias. Und da ist der extra Pass in die Ecke, sehr schön. Ah, ja, schade. War gut. Ja, aber gut gespielt. War gut gespielt, genau. Tempo gerade nicht sonderlich hoch. Ja, Leverkusen lässt sich auch Zeit beim Ballvortrag. Und der zweite Dreier, oder? Da ist der zweite Dreier, ganz genau. Akim war zwar da, aber halt nicht von Anfang an. Und Urbanski sagt, den nehme ich. Das ist meiner. Also unsere Bigs machen alles heute. Scoren, Ballvortrag, Verteidigung. Oh, ja, bewegt sich jetzt leider kaum einer. Da kam der Pass. Linus. Schade. Aber gut bewegt in der Verteidigung und dann leider, ja, schade, nicht gefinisht, aber weiter geht's. Oh, fast da ist der Ballgewinn, sehr gut. Haben wir? Ja. Und sehr schön. 2 gegen 1. Da ist der Dank. Sehr gut. Okay. So muss man abschließen. Ja, weil die Konsequenz gefällt mir, ja, auch gerade Linus, der Slam wollte, davor jetzt Akim. Also, sehr gut. Gutes Zeichen, die wir da setzen wollen. Offensive, kurz vorm Offensivfoul, was er da bekommen hat, aber da war er noch nicht die Position, um die Schiedsrichter zu überzeugen. Erstes Foul von ihm. So, Anton Lufer wieder auf dem Feld und Urbanski kriegt auch eine Pause. Rangmeier kommt zurück. Für Leverkusen. So, dann wird es einen Werferwechsel geben, insofern Sebastian Brach den zweiten trifft, kommt Mario Stoll wieder aufs Feld für Leverkusen. Ja, das gehört er erstmal. Mal gucken, ob er ausgewechselt werden will oder ob er noch ein bisschen spielen möchte. Schauen wir mal. Also, Wechsel. 6-Punkte-Führung, 7-Punkte-Führung für die Giants aus Leverkusen. Oh, jetzt sehen wir die Zonenkrette. Ja, doppelt kurz vor der Mittellinie. Ja, also das umgesetzt, was du vorhin angesprochen hast. Also nicht in die Ecke rein, nicht über die Mittellinie rüber, sondern vorher mit Geduld und Ruhe die Presse ausspielen mit guten Pässen. Schade. Das ist jetzt der dritte in Folge, den wir da nicht nutzen an der Linie. So, den macht er auch nicht rein, leider. Ja, schade. Ja,
04. 04? 04, ja. So, McBride. Wie ein Schweizer Taschenmesser. Da ist er. Jupp, einfach durch. Durch, durch. Ein heißes Messer sogar durch die Butter. Exakt. Ja, das ist zu einfach, das muss man ganz klar sagen. So, da kommt wieder die aggressive Defense. So, jetzt gucken wir mal, ob Elias den Stempel noch aufdrückt. Aber ah, da haben wir Glück gehabt. So, das war jetzt. Kurz vorm Turnover noch ein Foul. Und dann Nummer 4. Okay, Quadre Loll ist offensichtlich. Mal gucken, jetzt sind wir wieder auf dieser 9-Punkte, 10-Punkte-Grenze. So, jetzt ein soliden Angriffsspiel. Das ist eine Option für uns am Ende. Ah, Spain Pick and Roll. Sehr gut. So muss das sein. Größer aus dem Nutz, präsentiert am Korb. Guter Pass auch, ja, der muss auch erstmal ankommen. Also, genau. Wieder ein 7-Punkte-Spiel. Ja, man merkt, Rodriguez lässt ein bisschen mehr Platz. So ein bisschen Angst vor dem Drive. Ja, Quadrilollis, das kann er. Offensiv rebounden auf jeden Fall. Aggressiv verteidigen, sieht man auch. Viele Hände. Oh, ah, Glück? Nein? Nee, kann nicht. Ah, doch. Okay, wir haben nein, doch, Pech. Ein Wechselbad der Gefühle. Wie das wahre Leben spiegelt es wieder, das Spiel. Ein Auf und Ab, aber am Ende Ballbesitz lockt genau. Ja, leicht zerfahren. Ja. Naja, also vom ersten Ein muss man schon sagen, dass Leverkusen dann doch schafft, bisschen kontrollierter im Halbmittangriff zu agieren. Ja. Klarere Lösung, man sich herausspielt. Ja, wir sind momentan gut, wenn wir ein bisschen schneller spielen und wenn wir attackieren. Gerade über unsere Bigs. Das muss man ganz klar sagen. Na, du hast schon angewähnt, erwähnt, ne? Die ein gutes Spiel machen, alle vier sogar. Ja? Ja. Also, und auch Neo, den wir ja vielleicht mit als Big, als halben Big mit dazu führen, als Vierer, als Power Forward. Also da staune ich wirklich, dass sie da gegen die Präsenz und die Körper der Leverkusener da gut mitmachen können, auch im Offensiv- und Defensiv-Rebound. Also wir sehen ein munteres Spielchen. Und aktuell aber erstmal wieder die Blue-White Swans. Was der letzte Saison auch ein bisschen froh. Ja, für alle, die vielleicht letzte Saison nicht dabei waren. René und Heidi, die hier normalerweise mitkommentieren. Ja, René hat gesagt, wenn es Finale, ne, oder? Ich glaube, wenn's Finale kommt, glaub, dann Finale, hätten sie mitgetanzt, weil Heidi und ich durften auch schon mal da unten mittanzen. Macht großen Spaß, René. Also guck mal, ob sie dir vielleicht für diese Saison wieder irgendwas einfallen lässt, wenn wir die Playoffs schaffen, oder wie? Oh, ja. Davon gehen wir jetzt mal aus. Ja, das Ziel müssen wir schon, damit ich hier da meine Künste aufs Parkett lege, da müssen wir schon noch ein etwas größeres Ziel haben. Ja, schauen wir mal. Wir können ja mal drüber nachdenken. Entwickelt sich in der Saison, genau. Irgendwann wird der richtige Moment kommen. So, Zone, oder? Ja. Ja, ich sehe eine 1-3-1-Zone. Und die einzig und beste Antwort dagegen sind Dreier von außen. Und da kam gleich aus der Zone raus die Antwort. Genau. Konstanti. Coach Gnad ärgert sich so ein bisschen. Ja. Aber auf der Gegenseite Airball. Ja. Und Santi mit dem Rebound. Da will ich gar nicht so groß drüber reden. Also in unseren Scouting Reports Quadrilollis immer als Energizer, immer als aggressiver Verteidiger, immer als guter Offensiv-Rebounder, aber er wurde jetzt nie als Shooter deklariert. Ja. Aber je öfter ich darüber gesprochen habe, umso mehr hat er dann auch getroffen. Deswegen lasse ich es heute mal. Meine Geschichte zu Lolles ist, dass sein Papa ja auch bei Alba gespielt hat. Genau. Und ich damals mit dem Physiotherapeuten in irgendeiner Form Kontakt hatte, ich weiß gar nicht warum, und meinte so, ey, wer ist denn das größte Biest, den du jemals hattest? Und er meinte, den Gluteus Maximus zu massieren von Quadro Lolles, das war das Krasseste, was er jemals machen musste. Also in der Hinsicht muss ich immer dran denken, wenn ich den Namen Lolles höre. An den Gluteus Maximus, also den Po-Muskel. Den Po-Muskel. So, die Freiwürfe fallen jetzt beide rein. Wir pushen uns langsam ran. Minus 2 nur noch. Noch 1:10 zu spielen in der ersten Halbzeit. So, und das war zu einfach. Und das sind 2 Punkte. Zählt. Ja.
Ja, aber das Halbfeldspiel der Leverkusen gefällt mir gut. Ja, die haben Geduld, sehen die Optionen, bewegen sich gut ohne Ball. Ja. Also muss man sagen, Respekt der Pro-A-Absteiger und auch der Kandidat für den Wiederaufstieg, oder? Diese Saison? Ja, auf jeden Fall. Also deine Meinung dazu? Aus der Nordstaffel auf jeden Fall. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Also heute gleich im ersten Heimspiel einer der Favoriten um den Wiederaufstieg. Oh, sehr gute Bewegung. Oh, sehr schön. Gute Bewegung. Ja. Also, Dinos Ruf gefällt mir gut, hat mir im Eröffnungsspiel schon gut gefallen und auch heute wieder eine sehr gute Präsenz. Offensiv wie defensiv, ja? Also auf beiden Enden, nur Fuß auf der Seitenlinie. So, Chance zum Ausgleich. 37 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit. Also sie sind aber aus der Zone, haben wahrscheinlich wirklich nur kurz nach der Auszeit haben sie die Zone gezeigt. Jetzt sind sie wieder in der Mannverteidigung. Und Santi mit dem nächsten Dreier. Sehr gut. Santiago Rodriguez. In der Vorbereitung hat er auch zwei, drei Spiele gehabt, wo er wirklich auch nicht so seine Möglichkeiten abgerufen hat. Aber heute hier ist er präsent. Und die Führung nach langer Zeit. Ah, schade. Ja, es war knapp. Und oh, drei Sekunden, schnell Einwurf. Nutzt doch die Zeit, Jungs. Komm. Ah, schade. Ja. Also. Aber gut, René, ich bin, muss ich sagen, positiv überrascht von der Performance der Lokjungs, aber auch natürlich auch beeindruckt, was die Leverkusener hier gezeigt haben mit 44-43. Munteres Spiel. Ja. Hat Spaß gemacht. Wir haben uns zugekämpft, zweimal. Erstes Viertel, zweites Viertel. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, die positiven Sachen. Ja, das Inside-Spiel oder andersrum, das Spiel über unsere Großen funktioniert. Ja, Linus, Ausrufezeichen, 12 Punkte, Topscorer momentan der Partie. Aber auch Akim, ja, finisht in aggressiv. Das müssen wir einfach mitnehmen. Jetzt gilt es natürlich. Vielleicht waren jetzt die zwei Dreier von Rodriguez so ein bisschen die Initialzündung, dass von außen auch was geht. Das wäre natürlich schön und wünschenswert, dass wir da ein bisschen langsam, ja, genau, mehr Balance haben. Das kann man eigentlich sagen. Ja. Ja. Schön. Also wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. Ihr seht jetzt gerade noch auf dem Feld Ehrungen vom Brandenburger Basketballverband. Wir schonen ein bisschen kurz unsere Stimme. Ja. Gehen mal Pipi machen und dann geht's gleich weiter. Das also, tut mir so. Bis gleich. Er ist auch 50 Jahre lang Trainer gewesen.
Teil einer informierten Jugendmannschaft. Du warst Schiedsrichter, du hast dich im Hamburger Basketballverband engagiert als Lehrer, du hast mal ein Erziehungsgebiet über viele Jahre und ich weiß nicht, wie viele Jahre du als Spielleiter probiert hast und dich darum gekümmert, dass die Tabelle in den Spielergebnissen noch richtig war. Ich kann nicht mehr sagen, 50 Jahre, das findet auch in Deutschland übrigens kaum seinesgleichen. Von daher ist es eine große Ehre, heute die höchste Auszeichnung, die der Hamburgische Basketballverband zu vergeben hat, heute an dich zu geben. Ich habe die Ehre, meine Plakette des Hamburgischen Basketballverbands heute mitgebracht. Ich danke dir für dein Engagement und finde es einfach schön, dass du da bist.
So, da sind wir wieder zurück zur zweiten Halbzeit des Livestreams Lok Bernau gegen die Giants aus Leverkusen. Munteres Spielchen, René, oder? Munteres Spielchen, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken, wer besser oder welches Team besser aus der Kabine kommt. Welches Team den besseren One hat. Bis jetzt war es ja immer so, dass Leverkusen eigentlich die Ones gestartet hat und wir darauf reagiert haben. Wäre doch vielleicht mal schön andersrum, bloß dass Leverkusen nicht drauf reagiert. Genau, das wäre eigentlich eine gute Variante. Vielleicht hätte man es ansagen wollen. Wir haben ja die Stats auch bekommen. Ne? Wir haben ja gerade so ein bisschen rübergeguckt. Wir hatten McBride uns mal angeschaut mit 6 Assists. Scorer-Qualitäten kommen hoffentlich jetzt nicht noch dazu. Aber er kreiert für andere gerade. Genau. Was so ein bisschen auffällt, also von der Dreierlinie ist Leverkusen auf jeden Fall variabler aufgestellt. 6 von 15, 40%. Bei uns im Endeffekt Anton mit 1 von 1 und Santi Rodriguez mit 2 von 2, aber sonst sieht es da eher mau aus. Ja, was uns auszeichnet, ist wieder mal die hohe Quote aus dem 2-Punkte-Bereich. Das sind wir bei 64%, das ist super. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ansonsten ist es relativ ausgeglichen. Wenig Freiwürfe auf beiden Seiten, ist nicht so aggressiv vielleicht unter Umständen. Ja, mal sehen, ob wir da einen Schritt nach vorne machen können. Ansonsten muss ich sagen, dass das Scoring schon ausgeglichener aussieht bei Leverkusen. Mhm. Ja, und bei uns, ja, mal gucken, Blake Seitz noch ohne Punkt. Und ich schau mal, was hat Axels? Ja, auch erst 2. Ja, wäre vielleicht ganz schön, dass wir da jetzt ein bisschen mehr Scoring sehen und mehr Scoring-Unterstützung bekommen. Mhm. Wobei der Ball tief war, wir sehen ja einen neuen Wurfversuch von der Dreierlinie, für unsere Verhältnisse schon wenig. Ja, also, ganz klar. Dementsprechend mal gucken, ob das der Gameplan war, dass wir den Ball unter das Brett bringen. Das ging ja bis dato auf. Akim, Linus, Meo und dann Korb waren sehr präsent. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt eventuell mehr Dreier sehen. Und also, gleich erstmal 5 Sekunden Call, sieht man auch nicht allzu oft. Ja, der Signat ist nicht sehr erfreut darüber. Hat kurz gesessen, jetzt steht er wieder. Steht er wieder auf. Ja, 60 Jahre an Signat, guckt euch den an, noch eine Maschine. Also, der kommt vom Schwimmen, richtig? Genau, der ist vom Schwimmen zum Basketball gekommen, daher auch das breite Kreuz. So, Fuß. So. Ja, Davide sagt schon, kurz Davide, kurz Botinelli. Ja, die Clint und Akim hätten da ein bisschen mehr zusammenarbeiten müssen, dass es da nicht fast zum Turnover kommt. So, Seiteneinwurf. So, super am Ball. So, da ist wieder unser Spain Pick and Roll, diesmal aber andersrum. Das heißt, der Blick hat den Block für den Shooter gestellt. Eventuell noch ein bisschen mehr den Körperkontakt suchen. Akim hatte gerade den Vorteil durch den Switch gegen Marco Bocic. So. Jetzt geht der Ball nach innen. Schnelle Hände, der Hexer. Das war Glück gehabt. Glück gehabt, das muss ich auch sagen. Ja. Aber gute schnelle Hände von Akim. Den Stil und ein bisschen Glück, dass er nur mit Foul gestoppt werden konnte. Jetzt tun sich beide Teams eher ein bisschen schwer. Ja, so, da ist der Ball leider wieder weg. Das war, glaube ich, noch ein bisschen Missverständnis. So, Akim. Akim ist im Aufbau gefangen im Körper eines Senders. Pass. Und Blake aus der Ecke. Der Streißer. Blake Seitz. Sehr gut. So, plus 2 für die Lok. Pick and Roll oben. Oh, also bis dato 0 Punkte der Leverkusener. Gute Defense. Bisschen aggressiver ein Stück weit. Da jetzt noch von der Switch. Sehr gut aufgepasst. Jetzt muss schnell gehen. Ballbewegung und einen weiter. Ja, genau. Genau, da muss er hin. Den hat er gerade schon getroffen und dann trifft er auf den zweiten. Let's go. Sehr gut. Blake Seitz, also gut gesehen. Das heiße Händchen ausgenutzt. Ja, mal sehen, ob sie ihn jetzt gleich auch im nächsten Angriff noch mal finden. Ja, Seitz schon auch schon ein Schütze. Wie schon vorhin erwähnt, einer der besten Werfer mit bei uns. So, sehr guter Pass. Oh, und. Ah, nimm ihn.
Oh, wow. So, und Auszeit. Das zaubert mir doch so ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht, muss ich zugeben. Genau. Und den... Sehr gut, ihr könnt euch gleich die schönen Dreier, die drei Dreier gleich nochmal angucken. Ja, und das heizt natürlich auch die 519 Zuschauer, die heute hier bei uns sind, natürlich auch ein. Ja, und schon sind wir plus 8. Sehr gut. So, dann haben wir den ersten oder zweiten Dreier, zweite Dreier. Jetzt kommt der dritte. Also wir hatten es erwähnt, heißes Händchen finden, da ist er. Mal gucken, ob es da so weitergeht. Aber der König, wie auch Hansi Gnadl genannt wird, aufgrund Henning Harnisch hat ihm den Namen König gegeben, ja, weil er schon immer sehr präsent läuft und auch immer wieder so ein bisschen guckt und die Hände an den Schultern hat. Und deswegen, der Spitzname hat sich bis heute weitergetragen. Also der König hat mir Auszeit genommen, wollte den Run ein bisschen stoppen. Mal gucken, ob er da ein gutes Händchen hat. Also plus 8 für die Lok. 10-0 Run. Nee. Und wir waren bei 43-44. Genau, also 9-0. 9-0. Genau. Waren ja nur die Dreier. Waren okay. Nur die Dreier. Ja, waren nur die Dreier. Ja, korrekt. Ja, so kann es weitergehen. Ja. So, da ist die Halle auch gleich wieder da. Und wir verteidigen wieder Full Court. Sehr gut. Druck aufrechterhalten. Der Ball soll nach innen gehen offensichtlich, aber Oldham findet ihn nicht. Da kam wieder der Backdoor-Cut. Genau. Ja, gute Defense erstmal, aber dann Penetration, ja, Closeout. Fuß auf die Außenseitenlinie, ja, beziehungsweise Baseline, meinte gerade da wieder. Ja, ich glaube, er ist gegen uns faul. Er soll so faul, also wenn er den Ball nicht verhindern kann. Weil wir haben erst 0 Team-Fouls, das kann man ruhig nutzen. Noch relativ wenig, wa? 0. Ja, das ist relativ wenig. So, Hakim, schade. Ich dachte, da sehen wir jetzt den nächsten Dreier. Oh, das, ja. Ja, ich hätte mir jetzt natürlich gewünscht, dass wir vielleicht über Blake Seitz ein bisschen was spielen. Dass wir ihn nutzen. So, und die Auszeit auf jeden Fall aus Leverkusener, genau, Sicht erfolgreich. Richtig. Ein bisschen das Momentum wieder weggenommen. Aber immer noch 4 Punkte Führung. Oh, da war das Foul von Bocic. So, Linus Hoop kommt wieder. Seines Zeichens immer noch Topscorer. Blake wird jetzt 9 Punkte haben, gehe ich von aus, weil vorher habe ich ihn nicht gesehen auf dem Scoreboard. Nee, da war er noch nicht. Genau. So. Gucken, ob Linus da weitermacht, wo er in der ersten Halbzeit angefangen hat. Hier wir 5 ab. Mal gucken. Vielleicht was für Inside. Ja, da kommt der Block. Linus postet. Und. Ja, Oldham sehr aggressiv. Schade. Ja, schade. Vielleicht nochmal ein Pass zu Hakim und dann High-Low war eventuell noch möglich, aber Blake hat sich für den Wurf entschieden. Ja, und jetzt gute Defense gerade, ja. Dabei, muss man sagen. Ja, da haben wir wieder, da kam wieder der Backdoor-Cut. Glück gehabt. Aber kassieren den Dreier. Ja. Ich dachte, dass er mit dem Fuß auf der Linie war. Ja, das habe ich nicht gesehen. Aber aus meiner Perspektive. Aber 9-0-1, gut gekontert nach der Auszeit, 7-0-1. Ja. Also Basketball, Spiel der Läufe. Ja. Immer wieder der alte Spruch. Von Generation zu Generation wird er weitergegeben. Und auch hier trifft er immer wieder zu. Und diesmal Auszeit, Davide, unser König. Der König der Lok, der Lokführer. Der Lokführer. Da müssen wir jetzt schon entscheiden, ist er König oder Lokführer? Ja, vielleicht dabei. Mal ist er Lokführer, mal ist er König. Zu viele Könige sollten auch nicht in der Halle sein. So, wir haben es vorhin angesprochen, die Balance zu finden, Inside-Game und dann aber auch von draußen zu scoren. Jetzt haben wir den Shift gehabt. Ja? Ja. Also wir haben jetzt die Würfe von draußen gehabt, sind reingefallen, haben die Dreier auch von Leverkusen kassiert. Also es bleibt weiterhin ein munteres Spiel mit schönen offensiven Sequenzen. Das nächste Heimspiel ist am 3. Oktober. Ja, vielleicht können wir auch gleich nochmal ansagen, gerade der Hallensprecher auch schon erwähnt. Also das nächste Hallenspiel der Lok für alle Lok-Fans, die heute nicht in der Halle sein konnten und sich den Livestream angucken. Am 3. Oktober gibt es keine Ausrede. Es ist Feiertag, es ist 18 Uhr, Erich Wünschhalle gegen Herford.
zweite Heimspiel. Wir starten mit zwei Heimspielen. Naja, eigentlich mit dreien, weil das nächste Auswärtsspiel ist ein Startraum. Das ist ein Startraum. Also danach gleich ein Derby. Genau. Und ein emotionales, hoffentlich auch von der Lautstärke her und von den Fans her Heimspiel. Aber jetzt gucken wir mal, was die nächsten Minuten... Oh, das... Oh, jai. Naja, der Point Guard hat sich etabliert, jetzt sollte er den Ball bekommen. Nee, das hat er nicht aufgepasst. Ja, wenn man so eine Rolle annimmt, genau, ja, muss man sie durchziehen bis zum Schluss und nicht immer nur, wenn man will. Genau. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. So, ich glaube, jetzt wird es wieder das Banking-Niveau geben, würde ich behaupten. Genau, Ball oben. Da kommt der Block und genau. Ah, Glück gehabt. Ja. Etwas unsauber der Pass. Oh, da ist er, unser Aufbauspieler. Flügel, Aufbauspieler, Schütze, der Mann unterm Korb, unser Co-Kapitän für diese Saison. Da haben wir wieder den Schweizer Taschenmesser vorhin. Ja. Und er findet. Diesmal nicht mit Brett, sehr gut. Und der Akim überall ist er heute wieder. Also auch wieder gute Präsenz. Auf! Naja, das war mit der Brechstange, aber ja, hat so ein bisschen irgendwie was linke Schlepphoden, da ist so ein kleiner Schmerz oder ans Knie nehmen. Ja, hoffe. Und da oben sind die 100. Ja, die 100, ne? Ja, ich glaube, ja. Sehr schmerzhaft. Oh ja, Gesicht verzerrt, aber es ist alles in Ordnung, Coach. Ich kann weiterspielen. Kleiner Scherz, also er sieht... Ich kann nur so eine Scherz machen, weil ich gesehen habe, dass es ihm gut geht, selbstverständlich. Einmal husten, dann rutscht er wieder runter. Ach ja. Ja, das ist unangenehm. Ich sehe gerade auch Michael Rothkegel hinten, durfte mal Trainer sein von einem Spieler hier, der hat in der Mittellinie beim Training irgendein Knie in die 100 bekommen und hat mich angeschrien, dass sein Hoden im Bauch drin ist und ich soll ihn wieder rausholen. Und ich so, was soll ich? Mein Hoden ist weg, mein linkes Ei ist weg. Und dann habe ich sie gefunden, es war da, es war alles in Ordnung. Okay, ja. Ich vertief das jetzt mal nicht. Hey, dafür sind Trainer da, ja, in diesen Momenten mit Herzengriff. Also, 7 Punkte Führung. Genau. Konzentrieren wir uns mal wieder darauf. So. Sind ja ein paar Schichten, die heute schon wieder zum Tage kommen. So, Elias. Oh, Foul, ja. Okay, gut. Von hinten haben wir es in reingegriffen. Schade. Kann man mal nehmen oder auch mal geben. Wären vielleicht 2 Punkte geworden. Ja. Danke, sage ich da mal. Und jetzt schauen wir mal, dass wir noch eine bisschen bessere Mischung zwischen dem ja doch sehr 1-1-lastigen Spiel von uns und vielleicht auch einen geordneten Setplay haben. Oder unter Umständen so einfach erstes Spiel. Da klappt das vielleicht noch nicht alles so. Greift noch nicht jedes Rädchen ins andere. Das ist umso besser, dass wir diese 1-1-Qualitäten haben. Ich glaube, da kannst du so viele Vorbereitungsspiele spielen, wie du möchtest. Nachher, das erste Ligaspiel ist immer noch mal anders. Ja, ne? Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, plus 6 für die Lok. Plus 5. Also sicher von der Freiwurflinie die 2 Punkte mitgenommen. So, jetzt sieht er. Na, nee, Mann. Ball geht nach innen zu unserem Topscorer. Und er geht auch schon wieder zu Werke. Ja. Ja, gegen Linus findet die Leverkusener Defense nicht viele Antworten. Ja, auch schwierig gegen ihn zu verteidigen, ja, mit seiner Größe, mit seinem Körper. Ne? Also einmal unterm Korb den Vorteil und das Offensiv-Foul. Sehr gut. Gezogen von Philipp Schwarz. Da geht der Ball wieder nach innen, genau, da muss er hin. Ja, und Einwurf Lock Bernau. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich auch wieder den schmalen Grat zu finden, die Balance nicht zu viel erzwingen, ne? Aber solange es geht, ja, muss man die Kuh melken. Genau, ja. Reagieren halt. Jetzt kam die aggressive Hilfe von der Baseline.
Und dann muss der Ball halt raus. Da kommt der Switch. Ja, guter Drive. Schade. So, und Leverkusen brechen ab. Hier viel Pick and Roll, Handoff. Ja. Also nicht nur in der Offensive, sondern auch. Das war ein bisschen zu offensiv. Da ist ein bisschen die Luft rausgegangen. Ach, da kommt der Pass auf den Stoll. Und schade. Ja. Ja, unsere Fehler halten Leverkusen gerade ein bisschen im Spiel. Nur noch plus 4. So, jetzt wäre natürlich gut, dass wir einen guten, geordneten Angriff auf die Bühne kriegen. Vorab wird gespielt. Mal gucken, ob Axel jetzt übernimmt hier. So, da wird 1 gegen 1. Aber okay. Mein Signat guckt ein bisschen, hat da keinen Foul gesehen. Da war schon wenig Raum, aber trotzdem erstmal aggressiv attackiert. Ja. Ja, auch das ist ja eine Qualität. Und jetzt Teamfouls, 3 Minuten 45 vor Ende. Ja, das ist gut für uns. Also ab jedem Foul gibt es jetzt 2 Freiwürfe, egal ob in der Wurfaktion oder auch nicht. So, Meo Martin kommt wieder rein. Kriegt wieder seine Minuten mit viel Energie wahrscheinlich gleich. Zwei Freiwürfe. Man merkt, glaube ich, schon den Vorteil des Trainings von Linus mit dem Alba-Kader, mit dem Profikader den ganzen Sommer über dort verbracht. Ja. Er ist auf jeden Fall merklich den nächsten Schritt gegangen. Ja. Auch wenn der Freiwurf jetzt leider nicht sein Ziel findet. So, plus 5. 3,40. Ich muss auch sagen, dass mir Elias defensiv auch gefällt. Ist sehr aggressiv. Ah. Ach, ja, schade. Gute Hände, gutes Closeout, schwerer Wurf, aber leider der Offensiv-Rebound nicht in unseren Händen und die Möglichkeit zum Dreipunktspiel. Ja, ja, da hat er seinen Gluteus Maximus, den er erbt hat vom Papa, ausgenutzt und Axels dort zur Seite geschoben. Genau. Ja, Quadrilol ist nicht sehr groß, aber dafür umso längere Arme. Und arbeitet halt einfach auch gut. Ne? Nutzt seinen Körper, nutzt die Energie und dann ist es natürlich schwer dagegen anzukommen, wenn du da 2-3 Kilo weniger wiegst. Ja. Wird schwer auf jeden Fall. So, McBride. Mal sehen, wann er wach wird, was das Scoring anbelangt. So, drei Punkte Spiel nach dem Offensiv-Rebound. Nur noch 2 Punkte plus für Glock. Ja, jetzt hatten wir den Run gestartet und Leverkusen antwortet. Linus wieder sucht gleich wieder die aggressiven Weg zum Korb. Oh, Abstimmungsprobleme, sehr schön. Und da ist Axels. Der Dreier von Axels. Jawohl. Also Davide hat es angesprochen im Vorfeld. Also wir werden schon noch viele Dreier sehen diese Saison. Also viele Versuche, deswegen umso verwunderlich eigentlich die erste Halbzeit mit nur 9 Versuchen. Ja. Also wir haben ja die Schützen. Ne? Wir hatten Blake, wir haben jetzt Axels, wir hatten Akim. Also die Balance ist da gerade. 5 Sekunden. Oh, das war knapp. Ja. So, Mario Stoll, oh, guter Kicker und Extrapass. Und da kam der Offensiv-Rebound. Ja, gutes Timing, schöner Rebound. Ja. Dreht sich rein. Genau. Ne? Das ist konsequent. Das haben sie auch beim ersten Mal schon gepfiffen und ist genau das Gleiche. Das ist halt von Großkopf her. Genau, er dreht sich rein, erklärt ihm der Schiedsrichter jetzt gerade auch. Wenn er stehen bleibt, ist alles gut. Ne? Genau. Also muss sich auch nicht reindrehen, hat auch gar nicht jetzt so einen Vorteil gehabt. Also, Offensiv-Foul. Nicht wundern, da gibt es keine Freiwürfe bei Offensiv-Fouls. Also nur ganz normaler Ballbesitz und Eigo-Block. So, wir suchen Linus. Oh, schön nachher. Ja. Ja, gut für Scouting, Offensiv-Rebound und nochmal gescored. Also sie sind, die spielen es clever, finde ich. Also immer wieder weiter, einfach konsequent. Ja, wir merken vor allen Dingen, wo der Ball hin muss und das ist sehr gut.
Okay. Können wir geben. So, und jetzt wieder die. Ich wollte es gerade sagen, jetzt wieder die Balance. Da ist der Ball weg. Uiuiui. Defense foul. Eieiei. Aber er stand im Kreis. Ach so, okay. Stand im Kreis. Ja, gut, da haben wir Glück gehabt, das war 4-1 an Fastbreak gegen uns. Ja, und auch Glück, dass sich keiner verletzt hat. Ja. Ne? Das ist ja auch mal eine Situation. Ja, schade um den Ballverlust dort. Vorfeld, aber ja, die Zuschauer, die buhen jetzt so ein bisschen, aber die haben jetzt gerade noch nicht so auf dem Schirm, glaube ich, dass er dann doch in dem Kreis stand. Ja. Also schon von unserer Seite erstmal aus. Auch nicht mehr viel annehmen kann. Ja, unter Umständen hätte man vielleicht einfach laufen lassen können, weil er hat sich schon nach hinten dann wegbewegt. Ja, schwer zu sagen. Ja, aber das größte Problem ist natürlich oben der Turnover. Ja. Ja, der Raum war einfach nicht da für den Drive, das muss man ganz klar sagen. Und der Fehler hält jetzt Leverkusen wieder im Spiel. Ja, jetzt konnten sie verkürzen auf 6, vielleicht wieder verkürzen auf 5 unter Umständen. Ja, und wir verschenken so ein bisschen die Möglichkeit, uns vielleicht auf 10, 11 abzusetzen vor der Viertelpause. Ja, weil im Setplay im 5 gegen 5 sehen wir defensiv, finde ich, sehr, sehr gut aus. Wir kreieren schlechte Würfe, kontrollieren, dominieren den Rebound. Also da ist Axel jetzt als nächstes wieder. Und der Ball geht nach innen. Und Linus ist nicht zu stoppen. Eine Maschine! Ja, also wirklich. Muss man ganz klar sagen. Also da findet Leverkusen keine Möglichkeit. Linus schon mit 22 Punkten. Ja, sehr gut. Sehr gut. Oh, schade. Ja. Zwei Freiwürfe. Leider. Aber unnötig. 1,38. Das wird Sportinelli ist auch unzufrieden. Das ist ein Tick zu aggressiv, viel gewollt. Ja, aber das ist jetzt schon das zweite Foul, was so ein bisschen zu aggressiv war. Und ich erinnere mich auch an sein 5. Foul beim Eröffnungsspiel, was auch mit 4 Fouls unnötig war. Ich weiß, ich habe 4 Fouls da nochmal irgendwie reinzuschlagen. Also da eventuell nochmal ein bisschen cleverer werden. Aber guckt er sich eventuell nochmal bei Video noch das Video an. Also vielleicht ja auch den Livestream. So, also die Freiwürfe halten Leverkusen am Leben. Richtig. Ja, ich würde mir jetzt vielleicht mal eine Aktion für Black Sides wünschen, weil ein Inside-Outside-Spiel mit Linus zusammen. Ja, weil dann müssen beide Akte respektieren, die Defense. Wenn Blake aus dem Block kommt und Linus den Block stellt. Ja, es wird auf jeden Fall jetzt ein Offscreen-Play gespielt, da ist er schon. Da ist er. Dreier und. Ja, schade. Aber vielleicht hätte es besser gewesen mit Linus zusammen auf einer Seite. Ja, das wäre unter Umständen noch eine größere Herausforderung für die Defense gewesen. Ja, Stoll mit viel Übersicht der Kenntnis unseres doch sehr laschen Brettes. Den kann man nicht in jeder Halle so gegen das Brett legen. So, nur noch 3. Plus für die Lok. Ja, dann sieht man schon. Und wieder der Fehler. Und unnötig. Unnötig. Aber man sieht die Aggressivität. Quadri Lollis macht Druck. Fängt bei Lollis an und dann kommt der Stil. Ne? Gehen mit der, und das war auch Thema heute in der U10, dass wir nicht mit dem Rücken gegen Druck arbeiten, sondern dass wir schon noch das Feld sehen, weil genau das passiert. Man sieht halt dann nicht, wer da in den Pass reinspringen kann. Ja, und genau das war das Problem gerade. Schön, dass du es auch bei der U10 hast, weil bei der U14 war es auch ein Thema. Dann zieht es sich ja durch ganz Lockbernau heute. Das ist vielleicht so ein Lockproblem. Aber vielleicht ab morgen ist alles anders. Genau. So, oh, da ist der Punkte. Ausgleich. Ja, Ausgleich. 3-Punkt-Spiel. Ich habe von plus 10 geredet, jetzt ist es pari pari. So, Elias im Spielaufbau jetzt. Und der gleiche Druck. Und Scott zählt. Ja. Naja, was uns jetzt halt immer wieder am Leben hält, ist das 1 gegen 1. Ja. Linus, der übernommen hat, jetzt ist Elias. Also wieder sehr viele Punkte Inside, diesmal mit Foul. Gucken, ob wir den Bonus-Freiwurf nutzen können. So, das Viertel nähert sich dem Ende.
Oh, da rennen sie sich gegenseitig um. Schade. Das war, das ist immer, bei so einer Blockverteidigung muss man halt als Big auch so weit rausringen oder dem Guard halt, in dem Fall Elias, Zeit geben, auch vorbeizukommen. Ja, das war jetzt im Endeffekt, man nennt das immer Self-Screen. Ja, man blockt den eigenen Mitspieler weg. Ja. Aber was uns schon die ganze Zeit hilft, 1 gegen 1. 1 gegen 1, Attacke. Müssen wir mal gucken, attackieren, dass Linus das auch durchhält. Ja. Ja. Mal 10 Minuten haben wir noch. 10 Minuten und 17 Sekunden, um genau zu sein. Aber drittes Foul und das von Lolles. Vielleicht auch jetzt wieder so ein bisschen selber das Tempo bestimmen. Das ist, für mich ist es ein bisschen viel, gerade ein bisschen viel Drive, auch wenn es jetzt Erfolg bringt. Aber dass wir unseren eigenen Rhythmus bestimmen. Ja. Na, dass wir nicht nur das Heil im 1 gegen 1 suchen. Ja, und dass wir auch Blake und Axels jetzt mal wieder finden. Ne? Wir haben unsere beiden besten Werfer jetzt gerade auf dem Feld. Wir haben Linus dort. Ja. Wir haben Meo als Maschine. Und Elias. Also so, plus 2. So, 17 Sekunden, gut verteidigen, Führung ins vierte Foto nehmen, auch wenn es keine große ist, das wäre wünschenswert. Oh, sehr gut. Shit. Nee, das war gut gespielt. Ja. Gut gelesen. Und schade. Okay, also ein Punktspiel. Ich bin ehrlich, würde mir reichen am Ende, wenn es beim nächsten, nächsten Viertelpause ein Punkt vorne ist. Da zitiere ich einfach nur D'Antoni, seines Zeichens langjähriger NBA-Coach, der sagt, am Ende des Tages gewinnen wir mit einem Punkt mehr, haben wir gut verteidigt und gewonnen. So, wir haben schon unser Heimspiel am 3. Oktober angekündigt um 18 Uhr gegen Herford. Dann wollen wir es aber auch für unsere Gäste in Leverkusen machen. Also am 3.10. um 16 Uhr, also 2 Stunden früher als hier in Bernau, gibt es da Sprungball Leverkusen gegen Itzehoe. Also ihr Leverkusener da draußen, geht in die Halle, macht sie voll, macht sie laut. Wir freuen uns ja, dass wieder Zuschauer da sein können, dass die Stimmung wieder da ist. Und wir haben richtig, richtig Bock auf die Saison und auf die tollen Mannschaften, die uns hier besuchen und die wir besuchen dürfen. So, letzten 10 Minuten. Ja, was will das Livestream-Herz mehr? Also ein Punkte. Genau. Viele Punkte, 73, 72. Lasst doch ruhig ein Abo da, ich sehe hier schon wieder leuchtet was. Freunde, gebt uns die Liebe über diesen Weg. Ganz genau. Na ja, schauen wir mal. Bin gespannt. So, ich check jetzt auch gleich mal das Scouting des Nachdreivierteln. Ach so, okay. Jetzt, ich dachte dünn. Wer ist denn hier dünn von uns? Aber ich weiß, was er meint. Ja, das freut uns natürlich, dass wir mit dem aktuellen Anbieter, dem Medienpartner der BBL verglichen werden und für besser befunden werden. Vielen Dank. Was auf jeden Fall auch besser geworden ist, unsere Dreierquote. 8 von 15, 53% mittlerweile. Ja, super, auch noch nicht sehr viel, aber damit, das nehmen wir. Auf jeden Fall. Lässt sich arbeiten auch im letzten Viertel. Genau, ganz genau. Ja, bei Leverkusen hat sich es ein bisschen relativiert, 8 von 22. Schauen wir mal sonst. Ja, der Rest ist vergleichbar, muss man sagen. Leverkusen 2 Offensiv-Rebounds mehr. Ja, und herausragend natürlich auf unserer Seite mit 24 Punkten Linus Ruf. Ja. Ja, 8 von 11, 8 von 9 Freiwürfen, 6 Rebounds dazu, 2 Assists. Das ist das komplette Paket. So kann es weitergehen. Oh, jetzt Zonenverteidigung. Ja, nee, ich glaube, die sinken sehr ab. Genau, die sinken sehr ein, sobald der Ball inside ist. Ja. Also, sieht schon sehr nach Zone aus auf jeden Fall. Kann ich auch verstehen, wenn der Ball nach Inside geht, weil sie da jetzt im dritten Viertel eigentlich schon sehr gekillt wurde. Na, vielleicht schafft es ja dann da wieder Räume für unsere Shooter. Genau. Sind ja alle drauf. Genau. Müssten wir halt das Inside-Outplay dann etablieren. Roxic, Stoll. Also weiter viel Bewegung. Und oh, Glück gehabt. Gute Hände von Elias. Ja. Gute Hände von Elias. Der abrollende Spieler war frei. Sehr gut. Also belohnt sich, Stil, scored. Genau. Ja, wir sehen nach einer sehr jungen Mannschaft aus.
Wir gehen viel übers 1 gegen 1, aber wir machen es momentan erfolgreich. Von daher, weiter geht's. Oh, und da, gut rotiert. Ja, kurz als Mismatch da unten. Sieht aus wie ein kleiner Schuljunge. Aber ja, sehr gut geholfen von der Axel. Geholfen von genau. Axel Seitz in genau. Kooperation haben sie gegen Urbanski dort nicht den Ball erkämpft, aber immerhin die Uhr gestoppt und einen Einwurf forciert. 12 Sekunden müssen wir jetzt verteidigen. Ja, jetzt rotieren wir vor. Ah, schade, na gut. Und wieder neue 14 Sekunden auf der Shotclock, nach Offensiv-Rebound. Pick and Roll oben. Hoppa. Und da ist schon wieder Inside. Ja. Ja, Matt White merkt, dass es heute nicht sein Tag ist, aber ja, der Offensiv-Rebound ist es. Ach, ja, und Stoll mit seinem dritten. Irgendwann fällt der Dreier dann doch mal irgendwann rein. Irgendwann fällt er, ja. Also 4 Offensiv-Rebounds, 3 Offensiv-Rebounds für die Leverkusener. Und wir haben ein ausgeglichenes Spiel. 75-75, noch 8 Minuten, 32. Aber jetzt ist es eine Zone, würde ich auch behaupten. Jetzt sehen wir eine 2-3-Zone. Ja, und Axel, da war die Tür offen. Sieht gut aus, der sieht nicht gut aus. Also wir haben auf jeden Fall mit viel Selbstbewusstsein geworfen. Da sind wir uns schon mal einig. So, aber das ist eine Zone, haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Jetzt ist es eine 2-3-Zone. Ja, mal sehen, was wir für eine Antwort finden. Kann ich auch verstehen, weil das Inside-Spiel und die Penetration nimmt man damit natürlich ein bisschen weg. So, aggressives Hatchen, also ein Step-Out. Der lange Mann ist aber sehr frei. So. Ja. Ja, da. Sören Urbanski macht ein gutes Spiel. Ja. Seines Zeichen sind auch schon mit 12 Punkten. Mario Stoll mit 18. Aber man sieht, die Räume sind eng. Ja. Also auf beiden Seiten viele Punkte unter den Körben. Ja. So, Stoll am Ball. Ja, das ist sehr gut. Ah. Das ist gut. Ja, gefällt mir sehr gut heute. Ja. Das macht er sehr abgeklärt, muss man ganz klar sagen. Also sucht seine gute Reads. Gutes Tempowechsel. Genau, er wird ein bisschen überspielt jetzt von Rodriguez und drivet. Ah. Ja, man muss da schon sagen, also die zwei Dreier von Rodriguez waren super, aber defensiv ist da Luft nach oben auf jeden Fall. Gerade was die Defense am 1 gegen 1 am Ball anbelangt. Muss man ehrlich zugeben. So, Stoll kann die Führung herauswerfen und 2-3 Druck. Aber er lässt den ersten liegen. Den ersten lässt er liegen. Genau. Also die Halle ist auch wieder zurück, wird laut, aber den zweiten, den nimmt er mit. Also ein Punkt Führung für die Leverkusener, also der nächste Führungswechsel. So, die bleiben in der Zone, würde ich behaupten. Und Akim. Ja, ich wollte schon fast sagen, das war sein obligatorischer einer Dreier, den er so ungefähr trifft pro Spiel. Oh, das war gut rotiert, ein schwerer Wurf. Ja, das sind jetzt schwere Würfe, die wir nehmen. Ja, auch von Santi. Ja, das war ein gutes Closeout. Oh, ja, da lässt der Schiri aber einiges laufen. Ja, wahrscheinlich die Großen haben Spaß, dann würde man spielen. Wenn da 200-300 Kilo aufeinandertreffen, ungefähr. So, also Akim. So. Macht den Wurf schwer. Ja, der Offensive, und das war schon fast klar, dass das passieren wird. Der hat eine gute Position gehabt. Ja. Da konnte er nicht viel machen. Ja, jetzt will der Coach Polivelli fordert 3 Sekunden, aber tja, den Schiff gibt es leider nicht so häufig. Ja. Oh, jetzt fallen leider die Würfe nicht mehr so richtig. Ja. Also das Absinken der Leverkusener hilft. 3 Punkte vorne. Ja, jetzt, und schon unser Topscorer sitzt schon wieder auf der Auswechselbank. Ja. Ah, Weakside, genau, da ist sie offen, Stoll. Ja, der wird zu kurz sein. Aber leider der Rebound nicht bei uns. Also Hustle-Play für die Leverkusener. Und Stoll wieder. Genau. Oh, das hätte man auch vorbereiten können. Ja, überall so ein bisschen dran, aber gut. Und Glück Rebound in unseren Händen. Ja. So, Axel am Ball. Elias bringt ein bisschen Ruhe rein, finde ich sehr gut. Jetzt ist es wieder. Ich weiß noch nicht so richtig, ob es Zone ist oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben ein paar Zentimeter gefehlt gerade bei Rodriguez.
Ja, Sören Urbanski sieht so aus, als wenn er eine Pause braucht. Jetzt müssen wir das Tempo vielleicht hochhalten, muss ich ganz klar sagen. Oder ihn attackieren, wie auch immer. Ja, hat der auch in der ersten sehr gut funktioniert. Aber er attackiert erstmal. Ja. Aber kurz vorm Schrittfehler. Wir kollabieren. Und draußen sind die Räume offen. So, jetzt müssen wir die Chance nutzen. 2 Punkte. Sehr gut. Gut gespielt. Guter Fastbreak. Gut die Außenspuren besetzt. Sind wir wieder bei U10, U14. Also, Außensprinten, Ball durch die Mitte. Boden passt zum 1 gegen 0 Korb, ja fast. Also, Banski schnauft schon ein bisschen. Ja. Mehr als. Mehr als. Aber arbeitet auch hart. Also, zu Recht. Hat ja doch ein paar Kilo, die er mit sich rumschleppen muss. Oh, und da wird er. Und den Wurf nimmt er und. Trifft. Schon mit den Reihen. Glückwunsch an unsere schönen Körbe. Ja. Ich jetzt sagen, war ein Tick zu schnell, weil einfach der Wurf nicht offen war und nicht gut herausgespielt. Ja, da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Geduld gewünscht. Ja, vor allem, weil er ja auch nicht aus dem Lauf jetzt aus dem Trefferlauf gekommen ist. Ne? Das heiße Händchen ist ja schon ein bisschen abgekühlt. Das heiße Händchen abgekühlt, das beschreibt es relativ gut. So. So, jetzt wird Leverkusen sehr klein, muss ich ganz klar sagen. Nein, ach so, okay, ich dachte, Urbanski geht zum Wechsel. Nein, Boxic wechselt. Muss ich nur noch mal ein kleines Kondi-Päckchen geholt vom König. Klaps auf den Po und dann geht's weiter. Genau. Der König braucht ihn auf dem Feld. Na ja, und hat ja auch gerade immer noch performt. So. Und da ist er wieder am Ball. Da ist er wieder am Ball. Ja, wunderbar, weil der Schrittfehler. Ah, Standbein gewechselt. Okay. Eine Drehung zu viel. So, 4:15. Ja, also langsam wird es kritisch. Nein, schauen wir mal an Anton Ufer am Spielaufbau. Was man auf jeden Fall merkt heute, wir experimentieren viel rum, was unser Aufbauspiel anbelangt. Mal sind es die Großen, mal ist es Anton, mal ist es Philipp, mal ist es Rodriguez. Ja, also da haben wir noch nicht so die klare Idee, wer da für uns das Heft in die Hand nimmt. Was aber die klare Idee ist, der Weg zum Korb ist unser. Diesmal übernimmt Elias die Verantwortung. Ja. Linus war schon unten und forderte den Ball, aber schwierig wahrscheinlich zu sehen. Muss man jetzt aber auch, wahrscheinlich ist es auch dem bedingt, dass uns gerade so der klare Aufbauspieler fehlt, der uns da, naja, orchestriert. Ist das ein bisschen komisch ausgesprochen, was? Ich kenne nur das Wort Orchester, ich weiß nicht, was du planen willst, aber. Also der uns dirigiert. Dirigiert, also der, sag ich mal, na, das würde dirigiert, passen. Genau. Jetzt, die wären natürlich schön, wenn die reinfallen jetzt, zwei, so drei Minuten. Genau, der so eine Idee hat, der das Spiel beruhigt, der sagt, okay, den Spielzug für Linus vielleicht was, für Blake vielleicht was, vielleicht auch für eine Mismatch-Situation für Elias was. Das wäre jetzt gut, das wäre wünschenswert, fehlt uns, deswegen suchen wir das Heil im 1 gegen 1. Elias trifft 1 von 2, 2 Punkte, ja, weiter geht's. Ah, das haben wir schon gesehen heute. Uff! Aber Einwurf. Ah, schade. Anton war zuletzt noch dran. Ja, war noch mit den Fingerspitzen dran. Schade, dass wir den nicht einsammeln konnten. Aber trotzdem, es ging ein Uff durch die Halle. Ja, also ein schöner Block von Hakim. So, 14 Sekunden. Da kommt McBride aus dem Block. Ich denke auch, dass er das 1 gegen 1 jetzt suchen wird. Ja, macht er auch. Und da trifft er auch. Kommen die Scorer-Qualitäten. Genau. Da müssen wir jetzt natürlich gucken, dass der jetzt in den letzten 30 Minuten uns hier in den Kreis läuft. Wir suchen. Wir haben Linus und. Ja, ich will nicht sagen, man merkt schon, dass das Spiel für Linus. Es ist zu einfach. Das ist zu durchsichtig. Ja. Ja, und so ein Spin da oben an der Freiwurflinie, wo die Defense eh schon einsinkt. Oi. Kurzer Check. Hat er euch selber einen Schreck gekriegt. Kurzer Check-up. So, aber auch erst viertes Mannschaftsfoul. So, Timeout-Lock. Ja, finde ich gut. Ich glaube, jetzt muss man so ein bisschen dirigieren oder zumindest eine Idee haben, was man offensiv jetzt macht. Mhm. Abseits vom, ich nehme den Kopf runter und mit allem, was ich habe, in die Zone hinein. Nochmal gucken, dass wir Linus besser positionieren, ne? Unsere Scorer finden. Nicht zu früh abschließen, wie gerade der Dreier von Blake.
So, orchestrieren, ja, ich sage nur, ist nämlich eine Komposition für Orchesterbesetzung umbearbeiten. Okay, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht du ganz meinst, du meinst dirigieren eigentlich, ich, oder? Ich glaube eher dirigieren, aber das klang irgendwie besser. Ja, das Orchester, ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich durch dich jetzt sowas nochmal lernen durfte heute. Ja, war mein Wortschatz erweitert. Ich versuche ihn heute Abend immer wieder nochmal anzuwenden, damit er sich verinnerlicht. Also orchestrieren. So, Auszeitende. Ja, aber guck mal, der Synonym-Wörterbuch sagt mir gerade aufeinander abstimmen. Ja, das, ja, passt und das ist genau das, was wir brauchen. Das, genau. Also gucken wir mal, was die Coaches als Dirigent orchestrieren. Ja, und was ich aber auch gut finde im Synonym-Wörterbuch ist, Senf dazugeben, in Klammern seinen. Seinen Scheiß dazu, seinen Senf. Ja, also gucken wir mal. Ja, wir hören jetzt auch gerade nochmal aus unsere kleine Stimme im Ohr hat uns auch gerade nochmal darauf hingewiesen, 519 Zuschauer in der Halle heute. Bei oh, 660 im Stream, das spricht für unsere Qualität. Nicht, dass die alle jetzt nicht mehr in die Halle kommen, genau. René, seitdem du das hier übernommen hast. Oh, wir spielen Zone, oder? Marco? Ja. Und rach, werden dafür leider nicht belohnt. Ja. So, zack. Eine der Schwächen in der Zone, ja, den Rebound zu kontrollieren, aber 5 Sekunden. Da ist Urbanski. Ah, Wahnsinn. Mit der letzten Sekunde. Also, er pirscht sich so langsam an Linus ran. 18 ja. Punkte für Sören Urbanski. Also, Urbanski heute ja. von den Leverkusenern der entscheidende Mann. Mit guten Rebounds davor. Immer wieder. So, wir suchen das Heil im 1 gegen 1. Das war ein schwerer Wurf. So, ja, plus 7. 7, das ist schon schwer jetzt. Jetzt müssen wir gut verteidigen. Ja, genau, das war gut. Guter Reed. Ja, und Lollis ist nicht der Werfer, wie ich schon sagte. Aber. Ja, Halbdistanz. Ja. So, plus 9. So, jetzt brauchen wir. Jetzt brauchen wir die 3-Dreier. Jetzt brauchen wir von Blake 3-Dreier. Ja. Er hat schon mal in kürzester Zeit geschafft. Ich glaube, jetzt fehlt die Abstimmung gerade. Ja. Also, so richtig wissen wir nicht, was wir machen. So, Anton. Schade. Ah, und der Rebound ist bei den Giants aus Leverkusen. Ah, ich finde, jetzt lassen wir so ein bisschen den Kopf hängen, weil jetzt ist ja nichts verloren. Aus dem. Das war Feuer, was war? Verfallen gerade ein bisschen. 1:24. Ja, schade, schade. Ja. Bis 3 Minuten vor Ende, ja? Die letzten anderthalb Minuten haben uns jetzt gerade kurz gekillt. Ja. Aber es ist 1:22, also es ist alles noch im Rahmen. Ja, es ist noch nichts verloren. Jetzt gut verteidigen. Schade. Das ist jetzt leider 2 Freiwürfe. Ungünstig in dem Moment. Ungünstig. Am Winken war gerade auch ein bisschen ungünstig von Akim, aber keiner gesehen. Also, nochmal 1 Minute 14. Auch für den direkten Vergleich irgendwo. Immer wichtig. Wichtig, ja. Immer wichtig. Also in der Hinserie darf man da nichts abgeben. Ja, direkter Vergleich. Also am Ende des Tages, wenn wir punktgleich sind, also genauso viele Siege wie Leverkusen am Ende der Hauptrunde heißt es ja, auf dem Konto haben, ja, müsste man gucken, wie spielen wir in Leverkusen. Ja, wie ist der direkte Vergleich? Wenn wir hier mit 9 Punkten verlieren und in Leverkusen mit 10 gewinnen, würden wir bei Punktgleichheit vor Leverkusen stehen. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt die Spanne klein halten, die uns gerade von Leverkusen fernhält. Also nochmal 1 Minute und 14 Sekunden Gas geben. Das ist ja. Oh, Foul von Sören Urbanski gehe ich von aus, ja. Beim Versuch des Offensivrebounds. Ja. So, plus 10. So, was wünschen wir uns jetzt? Schneller Dreier von Blake. Zack. Schneller Dreier von Blake. Dann aggressive Defense und Steal. An der Mittellinie. Das wäre schon mal ein ich wurde Freiwurf, wie gesagt. Gucken wir mal. Jetzt brauchen wir bald eine Idee, was machen wir. Und den Dreier hast du schon erstmal. Aber halt nicht drin. Oh, schade. Oh, naja, also da war wenig Platz zwischen ihm und dem Boden.
Da muss ich tief durchatmen und das ist ein guter Test vom Universum, hier ruhig zu bleiben für mich. Ja, ruhig bleibt auch jetzt Leverkusen, ganz klar. Ja, Sören Wirth, der kommt, Urbanski kommt und das ist heute sein Spiel. Zu. So, 23 Punkte für Sören Urbanski. Also. Und wir laufen ins... Oh, das war Glück. Oh, das war schon viel Kopf runter gerade, muss ich ganz klar sagen. Aber auch erst drittes Mannschaftsfoul, also keine Freiwürfe, Einwurf, Lock. Ja. Tja, plus 12, wie gesagt, wir spielen jetzt direkt einen Vergleich. Es wäre gut, wenn wir trotzdem nochmal scoren. Ja. Dass man einfach auch mit einem guten Gefühl noch rausgeht aus der ganzen Nummer. Und es gibt ja eigentlich auch gar keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Nein. Weil bis vor anderthalb Minuten, zwei Minuten war ja auch alles in Ordnung. Ja. So, drei da Punkte. Kommt der Dreier. So, mal gucken, ob wir den Ball stoppen in irgendeiner Form, ob wir die Leverkusen an die Freiwurflinie bringen wollen. Ja. Also, es kann jetzt noch. Wahrscheinlich wollen sie es noch mal einmal probieren. Ja. Ich habe es also sehr, sehr selten gesehen, dass es funktioniert. Aber möglich ist es noch. Aber es ist noch möglich. Es ist noch möglich. Ich möchte dieses Lockwunder nicht in den Mund nehmen, weil das ist eigentlich Heidis Wort. Das hat er sich schützen lassen. Und schönen Gruß nochmal an Heidi. Ah, so, okay. Also, Lockwunder, das darf nur Heidi sagen. Alles klar. Na dann. Dann sagen wir es nicht. Wir sagen Lockwunder nicht. Aber wir bräuchten eins. Ich finde das Miracle auch viel schöner klingt. Ja, stimmt. Oh, aber egal was jetzt passiert, war es schon erstmal fast eine gute Entscheidung. McBride mit dem ersten Wurf war auch ein Freiwurf. Ja. Mal gucken, ob er uns den zweiten auch noch schenkt. Und vor allem wir danach auch den Rebound haben. Urbanski ist erstmal nicht dort unterm Korb. Zweiten macht er. Nochmal Auszeit. Lock Bernau. Nochmal für 10 Minuten. Ja. 10 Punkte, 42 Sekunden. Drei Ballbesitze mit Foul. Ja, jetzt muss man überlegen, was macht man? Will man jetzt einfach diesen direkten Vergleich ein bisschen runterdrücken, also eine kontrollierte Offense, ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen? Ja, dann hat Lock noch einen Angriff. Dann sind wir irgendwie bei 20 Sekunden. Vielleicht kriegt Lock noch zwei Angriffe hin. Vielleicht jetzt einen etwas schnelleren Abschluss, eine gute Defense, nochmal einen Abschluss. Ja, im Bestfall sind wir dann minus 5 oder sowas, vielleicht auch minus 4 bloß. Ja. Ja, oder geht man jetzt nochmal volles Risiko, schneller Angriff, sofort drauf, schauen, ob man den ersten kurzen Ballgewinn hat. Das muss man jetzt überlegen. Ja, da läuft natürlich Gefahr, dass man den Wurf daneben setzt und dann ins offene Messer so ein bisschen läuft. Und dann sind es nicht plus 10, dann sind es vielleicht plus 12, plus 15 am Ende. Mhm. Ja, bin gespannt, was Coach Davide da jetzt als Marschroute ausgibt. So eine schöne Position. Vor zwei Jahren hast du ja selber noch dort gesessen. Jetzt kannst du hier von oben gucken. Viel entspannter. Ganz entspannt. Viel entspannter. Einfach so ein bisschen philosophieren, orchestrieren. Ja, genau. Mein Senf dazugeben, wie wir gelernt haben. Ganz genau. Aber wie schön du dieses Wort in den Kontext eingebunden hast. Ja, grandios, Markus. Ich bin sehr dankbar, dass du meinen Horizont erweitert hast heute. Und egal, was heute passiert, ich kann ein Spiel gucken und sagen, ich habe heute was gelernt. Und freue mich auf die nächsten 42 Sekunden. Bin gespannt, was unsere Coaches Davide und Opland für eine Entscheidung getroffen haben. Genau. So, Santi. Schade. Ah, schade, da war der schnelle Dreier auf jeden Fall erstmal, den du schon beschrieben hast. Und jetzt gucken wir mal, dass wir nicht in dieses besagte offene Messer laufen. Ja, wir wollen auf jeden Fall doppeln. So, also wir stoppen erstmal schon mal nicht mehr. Leverkusen spielt die Uhr runter. Uiuiui. Also eine artistische Einlage. Ja. So, da ist er doch. Ist er doch. Komm. Und Anton, Dreier. Los geht's. Ja. So, du hast den direkten Vergleich angesprochen, also sind wir bei 7 Punkten und ich glaube, da sollte jetzt nicht noch mal was passieren von Seite der Leverkusen. Gut, das war's. Ja, puh, schade, dass das Ende dann doch deutlicher war als gedacht, aber ich muss sagen, ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht von den Jungs, wie sie sich präsentiert haben. Also man muss ganz klar sagen, die Chance war da. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, also ich habe Leverkusen schon leicht in der Favoritenrolle gesehen. Ja. Ja, aufgrund dessen, dass sie einfach ein bisschen älter sind, auch aufgrund dessen, wie sie verpflichtet haben. Ja, dafür, also
die Chance für uns war gegeben. Ja. Ja, wir haben bessere, also eine viel bessere zweite Halbzeit gespielt, mal jetzt mal abgesehen von den letzten wahrscheinlich 3,5 Minuten, wo wir irgendwie ein bisschen den Kopf verloren haben. Und da sehe ich jetzt gerade das größte Problem oder die größte Baustelle, an der wir arbeiten müssen, dass wir unser Aufbauspiel irgendwie zusammenziehen. Ja, da muss jetzt einer die Fäden in die Hand nehmen, ganz klar. Naja, und die vielen Turnover, ne, die dann gleich wieder zu 1 gegen 0 Korblegern oder zu Überzahlspiel gebracht haben. Also da ist noch ein bisschen Arbeit von unserer Seite. Leverkusen hat auch noch 2-3 Themen, die sie bearbeiten dürfen. Ja. Aber es ist ja, das dürfen wir nicht vergessen, das erste Saisonspiel. Trotzdem von beiden Seiten gutes Spiel. Leverkusen, herzlichen Glückwunsch an euch Fans da draußen, die hier zugeguckt haben, an Omar und Co. Wir wünschen euch eine schöne Saison, freuen uns aufs Rückspiel. Und hoffen, euch wieder am 3. Oktober begrüßen zu dürfen. Genau. Ja, jeweils in den Hallen. Einmal in Leverkusen um 16 Uhr und einmal bei Lok Bernau um 18 Uhr. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend, tolles Wochenende. Guck mal, wir sind jetzt nochmal zu sehen. Also, da gucken wir nochmal. Liebe Grüße an euch alle. Und wenn ihr jetzt, bevor ihr jetzt aus den Endgegeben geht, geht nochmal bitte ein YouTube-Abo rein. Klick, Daumen hoch. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao.